Test, Test, Test. Okay, sehr gut. Schön. Ja, dann willkommen zurück. Wir machen weiter mit der Vorlesung Allgemeines lineares Modell und heute zum Thema Parameterschätzung. Diese Einheit Parameterschätzung ist mit Abstand die kurzste in der ganzen Vorlesung, weil wir heute konkrete Formeln kennenlernen werden zur Berechnung oder zur Schätzung der Parameter des allgemeinen linearen Modells und wir werden sogar sehen, welchen frequentistischen Verteilungen diese Parameterschätzer folgen. Gut, ich komme nochmal kurz zurück auf die Einführung zum Theorieteil, die wir auch vor 2 Wochen schon besprochen haben. Wir haben also hier das naturwissenschaftliche Paradigma, den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Die Realität ist für uns direkt nicht zugänglich, aber wir haben Zugriff auf die Realität mittels Beobachtung und Beobachtung generiert Daten. Im Zusammenspiel mit einer mechanistischen wissenschaftlichen Theorie, die wir in ein wahrscheinlichkeitstheoretisches, in ein probabilistisches Modell übersetzen, können wir dann aus den Daten die Parameter dieses probabilistischen Modells schätzen. Die geschätzten Parameter sind dann weiterhin Grundlage für Modellevaluation. Und idealerweise würde also die Modellevaluation zurückstrahlen auf die Modellformulierung, indem wir vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Modellevaluation unser Modell revidieren, falls es erforderlich ist. Gut, hier haben Sie die zentralen Resultate dieses Theorieteils der Vorlesung zusammengefasst zur Modellformulierung, Modellschätzung und Modellevaluation. Wir haben also in der letzten Einheit das allgemeine lineare Modell mit der zentralen Gleichung y gleich x beta plus epsilon kennengelernt. N mal p, das tut nicht weh. Die Dimensionen der Designmatrix sind n mal p und die Fehler sind multivariat normal verteilt. Wir werden heute diese beiden Formeln hier kennenlernen. Das sind also der Beta-Parameterschätzer und der Varianz-Parameterschätzer. Und wir werden in den nächsten 2 Einheiten die T- und die F-Statistiken kennenlernen, die, wie Sie sehen können, auf den Beta-Parameterschätzer und den Varianz-Parameterschätzer beruhen und die dann Modellevaluation erlauben. Gut, wir haben auch über die Standardprobleme frequentistischer Inferenz geredet. Ich möchte jetzt hier nicht nochmal ins Detail gehen, ich zeige Ihnen aber diese Abbildung. Wir haben also Parameterschätzungen, Konfidenzintervalle und Hypothesentests. Das Ziel der Parameterschätzung ist es, einen möglichst guten Tipp, Theta Dach, für einen wahren, aber unbekannten Parameter Theta abzugeben. Ziel der Aufstellung von Konfidenzintervallen ist es, eine quantitative Aussage darüber zu machen, mit welcher Unsicherheit diese Parameterschätze verbunden sind. Und Ziel von Hypothesentests ist es dann, möglichst zuverlässig zu entscheiden, in welcher Region des Parameterraums der wahre, aber unbekannte Parameterwert liegt. Basierend immer auf der Verteilung der Daten, wie sie im Modell angenommen wird. Gut. Wer kann mir sagen, oder wer weiß noch, was frequentistische Schätzerverteilungen sind? Denken Sie bitte zurück ans Wintersemester. Da haben Sie die Grundlagen frequentistischer Inferenz kennengelernt, die ganze Idee dahinter, wie das funktioniert. Was sind frequentistische Schätzerverteilungen? Kleiner Tipp, die Antwort ist hier irgendwo auf der Folie versteckt. Ja, bitte? Ich weiß nicht, ob das so etwas gesucht ist, aber ja. Frequentistisch bedeutet ja, dass man in der Mehrzahl der Versuche, in denen wir das beweisen wollen, die richtige Antwort trifft und nicht in einem konkreten, also wenn ich jetzt einmal einen Würfel würfle und sage, ich würfle jetzt eine 6, bin mir aber nur ein Sechstel sicher, dann ist das, glaube ich, eine frequentistische Ansicht zu sagen, mit einem Sechstel werde ich jetzt eine 6 würfeln, anstatt zu sagen, ich würfel eine 6, bin mir aber unsicher darüber. Ja, das geht in die richtige Richtung. Will jemand noch ergänzen? Okay, frequentistische Schätzerverteilung bedeutet, dass das Modell immer eine bestimmte Annahme trifft über die Verteilung der Daten. Das wäre in diesem Fall der Würfelwurf
Und das Modell würde daran bestehen, dass wir jedem Ergebnis dieses Zufallsexperiments die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel zu schreiben, eine uniforme Verteilung. Und dann wollen wir basierend auf der durch das Modell angenommenen Verteilung der Daten herausfinden, welche Verteilung könnten Parameterschätze haben. Ja? Also Parameterschätzer sind letztendlich immer Funktionen der Daten, wie hier der Wetterparameterschätzer, der hängt von y ab. Und die Idee an frequentistischen Schätzerverteilungen ist nun, dass wenn die Daten eine bestimmte Verteilung haben, dass dann auch die Parameterschätzer, die aus den Daten resultieren, eine bestimmte Verteilung haben. Und im Falle des allgemeinen linearen Modells können wir die sogar präzise angeben. Ja, also wir werden sehen, dass die Beta-Parameterschätzer und Varianzparameterschätzer bestimmten Verteilungen folgen, die sich aus der Verteilung der Daten ergeben, die wir angenommen haben. Und natürlich aus der funktionalen Form der Parameterschätzer. Gut, in diesem Theorieteil der Vorlesung ist es so, dass wir da meist einen Abschnitt zur allgemeinen Theorie haben. Das heißt, da werden wir die Ergebnisse dieser Vorlesungseinheit jeweils für den Fall des allgemeinen linearen Modells erstmal präsentieren, vorstellen und verstehen. Und dann gibt es noch Abschnitte, Sie kennen das aus der letzten Einheit, Modellformulierung, in denen wir die allgemeine Theorie dann auf zwei Modellfälle anwenden, nämlich einerseits das Modell der unabhängigen und identisch normal verteilten Zufallsvariablen, aka ein Stichproben-T-Test. Sie haben dieses Modell bereits im Mittelsemester kennengelernt. Und zweitens das Modell der einfachen linearen Regression, also das Modell, was wir in Einheit 1 dieser Vorlesung gesehen haben. In dieser Einheit ist es jetzt so, dass wir uns zum Schluss noch, wie ich bereits angekündigt habe, die frequentistischen Schätzerverteilungen der Parameterschätzer im allgemeinen linearen Modell angucken wollen. Und um das zu tun, haben wir hier noch einen weiteren Abschnitt eingeschoben zu Chi-Quadrat-Verteilungen, der quasi dann die Grundlage legt für die frequentistischen Schätzerverteilungen. Okay, dann fangen wir an mit der allgemeinen Theorie und wir beginnen hier mit dem Beta-Parameterschätzer. Gegeben sei also das allgemeine lineare Modell mit dieser hinlänglich bekannten Formel y gleich x Beta plus Epsilon, wobei Epsilon einer multivariaten Normalverteilung folgt, mit Erwartungswertparameter Nullvektor und sphärischem Kovarianzmatrixparameter, das heißt, dass die Kovarianzmatrix der Daten ein skalares Vielfaches der Einheitsmatrix ist. So, jetzt definieren wir weiterhin den Beta-Parameterschätzer durch diese Gleichung hier. Den nennen wir Beta-Dach. Beta-Dach ist also x transponiert x invers mal x transponiert y. Dann besagt das Theorem, dass dieser Beta-Parameterschätzer, Beta-Dach, die Summe der Abweichungsquadrate minimiert. Also wir haben hier in Gleichung 6 auf der rechten Seite eine Funktion von Beta. Y minus x Beta transponiert mal y minus x Beta. X Beta ist eine bestimmte Vorhersage des Modells. Ein n-dimensionaler Vektor. Wenn wir diese Vorhersage vom Datenvektor, der ebenfalls ein n-dimensionaler Vektor ist, abziehen, erhalten wir einen Vektor von Abweichungen. Wenn wir den dann transponieren und mit sich selbst multiplizieren, die Dimensionen sind dann 1 mal n und n mal 1. Sie wissen, dass daraus in der Matrixmultiplikation 1 mal 1 wird, also ein Skalar. Das heißt, das ist eine skalare Funktion von Beta, die uns die Summe der Abweichungsquadrate gibt. Und Beta-Dach ist eben dasjenige Beta, was diese Summe der Abweichungsquadrate minimiert. Das Theorem besagt weiterhin, dass Beta-Dach darüber hinaus ein Maximum-Likelihood-Schätzer von Beta ist und dass Beta-Dach unverzerrt ist, ein unverzerrter Schätzer von Beta-Dach ist, von Beta ist, Entschuldigung. Was bedeutet das nochmal, dass ein Schätzer unverzerrt ist? Man spricht von unverzerrten oder auch erwartungstreuen Schätzern. Sie haben diesen Begriff im Mittelsemester kennengelernt. Ich
schreibe Ihnen nochmal eine Formel an, die Sie vielleicht auf die Lösung bringt. Was bedeutet das, wenn wir sagen, dass ein Schätzer unverzerrt ist? Ja, bitte. Also wir hatten da, glaube ich, diese Kriterien zu. Ich meine, es waren fünf. Eines war, glaube ich, asymptotisch erwartungsvoll. Und dann, ja, eines hat noch immer nicht. Oder verwechselt, oder? Ja, aber Sie haben ja jetzt nicht gesagt, was es bedeutet, dass ein Schätzer unverzerrt ist oder erwartungstreu. Also was Sie erwähnt haben, führt noch ein bisschen weiter, weil das dann auch zum Beispiel die Eigenschaften von Maximum Likelihood Schätzern asymptotisch, das heißt für unendlich viele Datenpunkte sind. Sie wollen ergänzen? Ja, also ich kann das auch nur vage ergänzen, aber ich erinnere, also bei asymptotischer Erwartungstreue war das, wenn das nicht gegen unendlich ist, dann ist es halt nicht erwartungstreu und das ist der Erwartung entspricht das quasi dem Wert, den wir dann da rausbekommen, dass der dem μ entspricht, was eigentlich da ist. Ja. Genau, also wir haben hier einen Schätzer, μ-Dach, und einen wahren, aber unbekannten Wert, μ. Und erwartungstreuer oder unverzerrter Schätzer bedeutet, dass der Erwartungswert des Parameterschätzers über viele Realisierungen hinweg betrachtet, dem wahren, aber unbekannten Wert entspricht. Erwartungswert des Parameterschätzers entspricht dem Parameter, den er schätzen soll. Das bezeichnet man als erwartungstreu. Oder Unverzerrtheit. Ja? Das habe ich schon im Hintergrund das nicht verstanden. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Wie können wir wissen, dass der jetzt dem unbekannten Parameter, den wir ja nicht kennen, gleicht? Wie können wir das denn wissen? Ja, das können wir wissen, weil wir ja die Verteilung der Daten kennen, die durch das Modell angenommen wird. Ja? Also, Sie müssen sich das so vorstellen. Nehmen wir mal an, wir haben hier einen Parameterschätzer. Ich gehe jetzt mal von dem Schätzer des Erwartungswerts, des Erwartungswertparameters in diesem Einstichproben-T-Testmodell aus. Ja? Wir haben bestimmte Daten, die wir gemessen haben und die werden bestimmt durch einen Mittelwert und eine Varianz in diesem Modell. So. Und wir können immer wieder, vielleicht sollte ich das anders malen, also nehmen wir mal an, wir haben hier unsere Daten und das ist der wahre, aber unbekannte Wert und es gibt eine bestimmte Varianz. So. In einem konkreten Fall eines Datensatzes werden wir bestimmte Daten erhalten, also bestimmte Werte für alle y1 bis y1. Ja. Daraus berechnen wir dann im Falle von μ-Dach beispielsweise den Mittelwert des Datenwerts. Jetzt stellen wir uns vor, dass wir das viele, viele Male wiederholen. Dann werden wir also hier eine Verteilung erhalten des Parameterschätzers. Je nachdem, wie unser konkreter Datensatz beschaffen ist, kann es sein, dass der geschätzte Wert mal höher ist als der wahre, aber unbekannte Mittelwert. Und mal kann es sein, dass er kleiner ist. In vielen Fällen wird es so sein, dass er sehr nahe beim wahren, aber unbekannten Wert. Und dann bedeutet Erwartungstreue oder Unverzerrtheit, dass der Erwartungswert über diese Verteilung, also der würde jetzt hier irgendwie so liegen, das ist der Erwartungswert dieser Verteilung, dass der dem wahren, aber unbekannten Parameter entspricht. Und jetzt fragen Sie, wie können wir das wissen, wenn wir den wahren, aber unbekannten Parameter gar nicht kennen? Naja, wir können das wissen, weil ja das Modell bestimmte Annahmen darüber macht, wie die Daten verteilt sind. Und sofern diese Annahmen wahr sind, können wir zeigen, dass eine bestimmte Funktion, die man aus den Daten berechnet, eben die und die Verteilung hat. Und die hat dann einen bestimmten Erwartungswert, der dem wahren, aber unbekannten Parameter entspricht. Natürlich werden wir diesen Erwartungswert nie sehen, weil wir nicht unendlich viele Datensätze erheben. Ja, bitte. War das nicht auch so, dass man das quasi getestet hat, indem halt Daten simuliert wurden und dann da getestet wurden, beziehungsweise also ausgerechnet wurden, okay, was ist denn der Erwartungswert und dass der dann halt so ziemlich dem wahren, aber unbekannten Parameterwert entsprochen hat? Genau, das werden wir heute auch noch machen für den Wetterparameterschätzer und den Varianzparameter. Das heißt, wir werden also
Datenvektoren Y mit uns bekannten zugrunde liegenden Parametern simulieren. Also in dem Fall sind die dann nicht wahr, aber unbekannt, sondern wahr, aber bekannt, weil wir haben sie ja gesetzt. Und dann generieren wir zum Beispiel 1000 Realisierungen des Modells und berechnen jeweils den Parameterschätzer und schauen uns zum Schluss den Erwartungswert des Parameterschätzers an und werden hoffentlich sehen, dass er dem wahren, aber unbekannten Wert, wie er durch unsere Simulation vorausgesetzt wurde, entspricht. Okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs zur Unverzerrtheit. Sind damit alle Fragen beantwortet? Vorerst? Gut. Ja, also dann, bevor wir das beweisen, hier noch ein paar Bemerkungen. Das Theorem gibt also eine Formel an, mit der Beta durch Beta-Dach geschätzt werden kann. Das Schöne an dieser Formel ist, dass die nur von x und y abhängt. Ja, also wir brauchen tatsächlich nur den Datenvektor und die Designmatrix, um die Beta-Parameter des Modells zu schätzen. Dieser Schätzer minimiert die Summe der Abweichungsquadrate und heißt deshalb auch kleinste Quadrate-Schätzer oder KQ-Schätzer. Noch eine Anmerkung zur Notation hier. Ihnen ist bestimmt aufgefallen, dass hier Beta tilde steht in Gleichung 6, wo wir also die Summe der Abweichungsquadrate minimieren. Das hat einzig und allein den Zweck, dass wir dieses Beta hier von dem wahren, aber unbekannten Beta im allgemeinen linearen Modell unterscheiden wollen. Also das hier ist der wahre, aber unbekannte Wert in Gleichung 4 und in Gleichung 6 geht es um irgendein Beta. Ja? Also wir können ja theoretisch jeden p-dimensionalen Vektor Beta hier einsetzen und die Summe der Abweichungsquadrate minimieren. Und wir betrachten hier Beta als Funktionsargument, deshalb Beta tilde. Das Theorem besagt, dass Beta-Dach auch ein Maximum-Likelihood-Schätzer ist und daraus, dass Beta-Dach ein Maximum-Likelihood-Schätzer ist, folgt, dass Beta-Dach auch konsistent, asymptotisch normal verteilt und asymptotisch effizient ist, in Ergänzung zur Tatsache, dass es unverzerrt ist. Und wir werden später sehen, dass Beta-Dach sogar einer multivariaten Normalverteilung folgt und wir die Parameter dieser multivariaten Normalverteilung bestimmen können. Innerhalb der Klasse aller linearen und unverzerrten Schätzer hat Beta-Dach zudem die kleinste Varianz. Das wird im Englischen auch bezeichnet als Best Linear Unbiased Estimator. Abgekürzt BLUE, Best Linear Unbiased Estimator. Und das ist Gegenstand des Gauss-Markow-Theorems, was wir jetzt aber hier nicht vertiefen wollen. Kleinste Varianz steht hier in Anführungszeichen, weil Beta-Dach ja ein Vektor ist. Und als solcher hat er keine Varianz, sondern eine Kovarianz-Matrix. Und die kann man auch in bestimmter Hinsicht minimieren und in diesem Sinne ist hier kleinste Varianz gemeint. Gut, also es gibt ungefähr 100 verschiedene Arten und Weisen, dieses Theorem zu beweisen, ja? den Beta-Parameterschätzer für das allgemeine lineare Modell herzuleiten. Manche Beweise sind direkt und basieren also zum Beispiel darauf, dass man die Summe der Abweichungsquadrate minimiert, indem man diese Funktion ableitet, 0 setzt, nach Beta umstellt. Andere Beweise basieren eher so auf lineare Algebra-Tricks, wo man dann zum Beispiel erkennt, dass der Vektor der Residuen orthogonal zum Spaltenraum der Designmatrix ist. Der Beweis, den wir jetzt hier durchgehen wollen, der hat den Vorteil, dass er halt diese etwas fortgeschrittenen Methoden nicht braucht und deshalb sehr einfach nachzuvollziehen ist. Wir gucken uns zunächst mal die Gleichung des Beta-Parameterschätzers an. Wir haben also gesagt, der Beta-Parameterschätzer ist x transformiert x invers mal x transformiert y. Jetzt stellen wir diese Gleichung ein bisschen um. Wir multiplizieren zunächst mit x transponiert x von links. Dann haben wir hier zu stehen x transponiert x Beta gleich x transponiert x mal x transponiert x invers. Das ist, fällt weg, weil Matrix mal ihr Inverses ergibt Einheitsmatrix. X transponiert y. So. Jetzt subtrahieren wir das, was auf der linken Seite steht. Und dann steht hier 0, genauer gesagt
p-dimensionaler Nullvektor, x transponiert y minus x transponiert x Beta dat. So, hier können wir x transponiert ausklammern, dann steht hier 0 ist gleich x transponiert mal in Klammern y minus x Beta dat. Das bezeichne ich jetzt mal als Gleichung 1. Werden wir gleich noch brauchen. Was diese Gleichung besagt, ist, dass wenn wir die Designmatrix transponieren und mit dem Vektor der Residuen multiplizieren, also der Abweichung der Modellvorhersage von dem Datenvektor, dass wir dann den Nullvektor haben. Es gilt des Weiteren, dass dieser Ausdruck hier z transponiert mal x transponiert mal x mal z immer größer gleich 0 ist für jedes z-Element Rp. Das halten wir jetzt hier ohne Beweis fest, aber kurz als Andeutung, Sie sehen, dass das hier x mal z transponiert ist. Ja? Wenn man ein Matrixprodukt transponiert, transponiert man alle Faktoren und die Reihenfolge kehrt sich um. So, und damit ist das so eine Art quadratische Form. Ja? Wir multiplizieren hier x mal z wieder mit x mal z. Und so wie in den reellen Zahlen gilt auch, quadratische Formen sind immer positiv oder 0. Und deshalb ist das hier größer gleich 0. Das bezeichne ich jetzt als Gleichung 2. Werden wir auch gleich noch brauchen. Jetzt schauen wir uns die Summe der Abweichungsquadrate an. Und die ist gegeben durch y minus x beta transformiert mal y minus x beta. So, wir werden jetzt hier wieder einen mathematischen Trick anwenden, den wir in Einheit 2 schon mal gesehen haben, nämlich die produktive Null oder auch nahrhafte Null. Wer kann sich noch erinnern, was die produktive Null war? Ja? Wir fügen ein Element hinzu, was sich jeweils ausgleicht und zu Null wird, ja. Um praktisch auf neue Formen schließen zu können. Genau. In einer Summe fügen wir also einen Summand hinzu und subtrahieren ihn dann sofort wieder. Das ändert den Wert der Summe nicht, aber erlaubt es uns, Dinge zu sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Wenn Sie jetzt auf das Theorem schauen, was glauben Sie dann, was wir hier ergänzen müssten im Sinne der produktiven Null? Also wir haben y und wir haben x beta. Was haben wir noch nicht? Idee? Ja? Beta-Tilde, also... Ach so, oh, Entschuldigung, ich habe hier einen Fehler gemacht. Also das hier ist x-Beta-Tilde. Okay. Ja, was wäre dann Ihre Antwort? Ja, dann x-Beta-Hat. x-Beta-Dach, gut. Okay, dann machen wir das mal. y minus x-Beta-Dach plus x-Beta-Dach minus x-Beta-Tilde. Okay, das Tilde würde ich jetzt mal weglassen, weil es mit der Notation ein bisschen schwierig ist für mich. Und in der zweiten Klammer machen wir dasselbe. Minus x Beta Dach plus x Beta Dach minus x Beta Tilde. So, jetzt multiplizieren wir das nicht sofort aus, weil wir haben hier vier Summanden mit vier Summanden. Das würde 16 Terme ergeben. Wäre ein großes Chaos. Wir machen was anderes. Wir fassen innerhalb der Klammern nochmal zusammen. Und zwar steht hier y minus x Beta Dach plus x mal Beta Dach minus Beta Tilde. Also diese beiden ersten Teile habe ich nur eingeklammert und hier habe ich die Designmatrix ausgeklammert. Dasselbe mit der zweiten Klammer, y minus x Beta Dach in Klammern plus x mal Beta Dach minus Beta Tilde. Gut. So, jetzt multiplizieren wir aus. Wir haben jeweils zwei Terme in der Klammer, das heißt, wir bekommen dann, also zwei Summanden in jeder Klammer, das heißt, wir bekommen dann vier Terme. Der erste Term ist
x minus y minus x Delta Dach transformiert mal y minus x Delta Dach. Jetzt multiplizieren wir das mit dem. Dann haben wir hier plus y minus x Delta Dach transformiert mal x. Beta Dach minus Beta Tilde. Jetzt multiplizieren wir das mit dem. Dann haben wir hier das ist ein Matrixprodukt. Wir transponieren, müssen dabei auch, also auch wieder die Reihenfolge umkehren. Beta Dach minus Beta Tilde transponiert, x transponiert, y minus x Beta Dach. Und jetzt haben wir noch den Term mit den Summanden ganz am Ende, also Beta Dach minus Beta Tilde transformiert x transformiert, das ist dieses x hier, jetzt kommt das x, das ist nicht transformiert, und Beta Dach minus Beta Tilde. So, sieht jetzt erstmal sehr kompliziert aus, aber wir können vereinfachen, denn wir haben Gleichung 1 hergeleitet, hier steht, dass x transponiert, weil y minus x Beta Dach 0 ist. Das taucht einmal hier auf. Das ist 0. Und es taucht hier auf in transponierter Form. Ja? Und der Nullvektor transponiert ist natürlich immer noch der Nullvektor. Und deshalb entfallen diese beiden Summanden. Gut, wenn man vorherige Formeln in einer Herleitung referenziert, schreibt man das immer so ein bisschen hier über das Gleichheitszeichen drüber. Das heißt, hier schreiben wir jetzt nochmal 1. Wir ziehen uns auf Gleichung 1 und schreiben hin, was noch übrig bleibt. Einmal dieser erste Term hier, y minus x Beta Dach transponiert, multipliziert mit sich selbst. Und einmal der letzte Term hier, Beta Dach minus Beta Tilde transponiert. X transponiert x, Beta Dach minus Beta Tilde. So, jetzt schauen wir uns mal den zweiten Term hier an. Wir sehen, dass dieser zweite Term genau die Form hat, wie der Term, den wir hier in Gleichung 2 festgehalten haben. Nämlich z transponiert mal x mal z. Und wir wissen, dass das immer positiv oder gleich 0 ist. Das heißt, das hier größer gleich 0. Daraus folgt, dass das hier der minimale Wert ist, den die Summe der Abweichungsquadrate annehmen kann. Und wir können auch den Wert von Beta bestimmen, den wir einsetzen müssen, damit dieser minimale Wert erreicht ist. Der minimale Wert ist gegeben, wenn Beta Dach minus Beta gleich 0 ist. Dann wird das ganze Ding hier nämlich exakt 0. Und das ist der Fall, wenn Beta gleich Beta Dach ist. Und dann bleibt für die Summe der Abweichungsquadrate nur das hier stehen. Und daraus können wir schließen, dass Beta Dach die Summe der Abweichungsquadrate mit dem Wert. Und das haben wir in dieser Form. Das erste Resultat, was dieses Theorem besagt. Dann kommen wir zur Maximum-Likelihood-Schätzung. Was müssen wir tun, um zu zeigen, dass Beta Dach ein Maximum-Likelihood-Schätzer ist? Oder was gilt für Beta Dach, wenn es ein Maximum-Likelihood-Schätzer ist? Zurück nicht ans Wintersemester, wie immer, sondern an Einheit 1 dieser Vorlesung. Da haben wir auch schon mal einen Maximum-Likelihood-Schätzer hergeleitet. Ja, bitte. Ich habe es dir noch ein paar genommen, aber ich kann es trotzdem sagen. Ja. Also ich weiß noch, dass die Maximum-Likelihood-Funktion, also dass das ein Maximum-Likelihood-Schätzer ist, wenn die Funktion maximiert wird. Richtig. Okay, und dann das jetzt darauf angewendet, also wenn das maximiert wird. Richtig, wenn die Likelihood-Funktion maximiert wird. Dazu müssen wir uns aber die Likelihood-Funktion angucken.
Das ist nicht die Likelihood. Das ist ja das Minimum. Die Likelihood-Funktion ist sehr ähnlich, werden wir gleich sehen. Das ist auch der Grund, warum Beta-Dach gleichzeitig ein Maximum-Likelihood-Tensor ist. Aber Maximum-Likelihood-Tensor richtig bedeutet, er maximiert die Likelihood-Funktion. Gut, was ist die Likelihood-Funktion? Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion ist richtig. Sie haben jetzt schon einen Spezialfall beschrieben, nämlich den Fall des allgemeinen linearen Modells, in dem wir voneinander unabhängige Fehlerterme haben und dadurch sich die Gesamt-Likelihood-Funktion als Produkt von Likelihood-Funktionen einzelner Beobachtungen ergibt. Die Likelihood-Funktion ist also die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion der Daten, gegeben die unbekannten, waren aber unbekannten Parameter. Also in dem Fall Beta und Sigma Quadrat. Was ist die Likelihood-Funktion für das allgemeine lineare Modell? Das ist also die Funktion, die Verteilung von y wiedergibt. Denken Sie an letzte Einheit Modellformulierung, da haben wir die Verteilung von y kennengelernt. Sagt, das ist die Datenverteilung im allgemeinen linearen Modell. Und diese Gleichung besagt, dass y einer multivariaten Normalverteilung folgt, mit Erwartungswertparameter x mal Beta und Kovarianzmatrixparameter Sigma Quadrat mal Einheitsmatrix. So, daraus folgt, die Likelihood-Funktion für dieses Modell ist die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion der multivariaten Normalverteilung für y, gegeben die Parameter x Beta und Sigma Quadrat In. Gut, jetzt ist aber gesucht, das ist die Likelihood-Funktion. Jetzt ist gesucht die Log-Likelihood-Funktion, weil sich die Log-Likelihood-Funktion meist leichter maximieren lässt als die Likelihood-Funktion. So, die Log-Likelihood-Funktion ist nichts anderes als der natürliche Logarithmus der Likelihood-Funktion. Das heißt, wir schreiben jetzt hin, ln py gegeben Beta Sigma Quadrat ist gleich ln von dieser Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion. So, dann geht es leider nicht anders. Wir brauchen die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion der multivariaten Normalverteilung. Die ist wie folgt gegeben. Wir haben 1 durch Wurzel 2pi hoch n mal Determinante der Kovarianzmatrix, Kovarianzmatrix ist Sigma Quadrat In, mal e hoch minus 1/2, und dann haben wir wieder eine quadratische Form im Exponenten, nämlich y minus Erwartungswert, das ist x Beta, transponiert mal Inverses der Kovarianzmatrix, das ist wieder Sigma Quadrat In, mal y minus x Beta, Klammer zu. Jetzt müsste hier eigentlich noch eine runde Klammer sein, weil ich habe ja da vorne schon so einen Logarithmus stehen. Und ja, bevor wir das jetzt auflösen, bevor wir jetzt den Logarithmus auflösen, vereinfachen wir hier noch ein bisschen. Wir haben also den natürlichen Logarithmus von, das ist die Determinante der Kovarianzmatrix. Die Kovarianzmatrix ist Sigma Quadrat mal In. Wir haben letzte oder vorletzte Einheit gesehen, dass die Determinante einer Diagonalmatrix gegeben ist durch das Produkt aller Diagonalelemente. Alle Diagonalelemente sind hier Sigma Quadrat, das heißt, diese Determinante ist Sigma Quadrat hoch n. Damit wandert das Sigma Quadrat mit in diese Potenz rein und wir haben hier 2pi Sigma Quadrat hoch n. So, das ist die erste Vereinfachung. Die zweite Vereinfachung, die wir vornehmen können, ist, dass hier die Identitätsmatrix steht und davor ein skalarer Faktor, nämlich Sigma Quadrat.
den können wir aus dem Inversen rausziehen, indem wir das Reziproke von ihm nehmen. Das heißt, Sigma Quadrat wandert hier in den Nenner des Bruchs und das Inverse der Einheitsmatrix ist die Einheitsmatrix. Und das heißt, wir können auf den Rest verzichten und dann steht hier noch y minus x Beta transponiert mal y minus x Beta oder Beta Tilde, wenn Sie bei der Notation dieser Folien hier bleiben wollen. Und jetzt sind wir soweit, dass wir den Logarithmus auflösen können. Wir haben hier eine Potenz mit dem Exponenten minus n halbe. Hier steht hoch n und Wurzel unter dem Bruchstrich bedeutet immer hoch minus 1 halb. N mal minus 1 halb ist minus n halbe. Das heißt, wir haben hier den Logarithmus von 2pi und Exponenten im Logarithmus wandern nach vorne als Faktoren vor dem Logarithmus. Dann haben wir nochmal minus 1 halbe Logarithmus von Sigma Quadrat. Und hier haben wir jetzt die Exponentialfunktion. Der natürliche Logarithmus ist die Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion. Das heißt, wir können hier einfach das Argument der Exponentialfunktion übernehmen. Dann steht hier noch 8 minus 1 halb durch Sigma Quadrat y minus x Beta transformiert y minus x Beta. So, jetzt sehen wir, dass die Log-Likelihood-Funktion nur in diesem letzten Term von Beta abhängt. Wir wissen allerdings bereits, dass dieser Term hier die Summe der Abweichungsquadrate ist und durch Beta Dach minimiert wird. Dieser Faktor hier, minus 1 halb durch Sigma Quadrat, ist negativ. Das heißt, daraus folgt, dass die Likelihood-Funktion maximal wird, wenn wir hier Beta Dach einsetzen. Ja, und das schreiben wir dann so hin. Beta Dach ist gleich der Wert, der die Log-Likelihood-Funktion maximiert. Dann bleibt noch eine letzte Sache von diesen Theorien, nämlich die Unverzerrtheit von Beta Dach. Und das ist ganz leicht, denn dafür müssen wir nur den Erwartungswert von Beta Dach berechnen. Dann tun wir das mal. Der Erwartungswert von Beta Dach ist also der Erwartungswert von dieser Formel. X transformiert X invers. Mal X transformiert Y. So. Das hier ist konstant. X transformiert X invers mal X transformiert. Das heißt, wir können das aus dem Erwartungswert rausziehen und dann steht hier X transformiert X invers mal X transformiert Erwartungswert von y. Was ist der Erwartungswert von y? Das Logarithmus. Ja. X Beta Tilde. X Beta, richtig. Beta Tilde war das Funktionsargument, das variieren kann. Beta ohne Tilde ist der wahre, aber unbekannte Variable. Und das ist der Erwartungswert von y, entsprechend der multivariaten Normalverteilung. Das heißt, hier steht dann x transponiert x invers, x transponiert, das war die Matrix, die wir rausgezogen haben. Und dann kommt noch x beta als Erwartungswert von y. So, jetzt machen wir etwas, was wir noch ungefähr 326 Mal diese Vorlesung machen werden. Wir kürzen. Also wir streichen Matrizen. Hier steht x transponiert x invers mal x transponiert x. Das heißt, wir haben hier a invers mal a. Was ist das Ergebnis von a invers mal a? Ja? Nein?
Bitte? Ja, 1. 1, beziehungsweise genauer, wir haben hier eine P mal P-Matrix und eine P mal P-Matrix. Was ergibt es, wenn wir das Inverse einer Matrix mit dieser Matrix multiplizieren? Bitte. Ja? Also das kommt ganz weit her, das ist die Identitätsmatrix. Ja! Das ist die Einheitsmatrix. Also jetzt haben Sie tatsächlich sogar schon meine Terminologie übernommen, indem Sie Identitätsmatrix gesagt haben. In dieser Vorlesung wollen wir Einheitsmatrix sagen. Ich versuche mich auch zu bessern. Und dann steht hier also Einheitsmatrix mal better. Was gilt für die Einheitsmatrix in Matrixprodukten? Ja? Multiplikation der Definanten. Bitte? Multiplikation der Hauptdiagonale. Okay, also, ich habe ja gesagt, oder wir haben festgestellt, dass das Ergebnis dieses Matrixprodukts die Einheitsmatrix ist. Das heißt, hier steht jetzt Einheitsmatrix der Größe P mal Beta. Was ist das Ergebnis davon? Ja? Ich glaube, es ist gleich, was jetzt hier auch meinte, aber eine Matrix, von der auf der Diagonalen die Beta-Werte sind? Nein. Okay. Also, wir können das ja... voll. Also, wir können das ja mal durchrechnen mit einem Beispiel. Also stellen wir uns vor, wir hätten die zweidimensionale Einheitsmatrix und einen zweidimensionalen Beta-Vektor. Dann haben wir hier eine 2x2-Matrix und einen 2x1-Vektor. Das heißt, das Ergebnis muss ein 2x1-Vektor sein. Und jetzt schauen wir den ersten Eintrag an. Das wäre erste Zeile und erste Spalte. 1 mal Beta 1 plus 0 mal Beta 2 ist Beta 1. 0 mal Beta 1 plus 1 mal Beta 2 ist Beta 2. Was ist das Ergebnis von Einheitsmatrix mal Beta? Beta. Richtig. Wie nennt man diese Eigenschaft der Einheitsmatrix? Ja. Neutrales Element. Ja! Neutrales Element der Matrixmultiplikation. Gut, also das ist der Beweis für die letzte Aussage des Theorems, dass also der Erwartungswert von Beta Dach Beta ist. Und das bedeutet, dass Beta ein unverzerrter Schätzer des Modellparameters im allgemeinen linearen Modell ist. Gut, wollen wir endlich mal weitermachen. Jetzt haben wir uns hier sehr lange aufgehalten. Wir können aber auf der Grundlage von Beta Dach noch weitere Dinge definieren. Nämlich zum Beispiel erklärte Daten, Residuen und den Residuenvektor. Wir gehen also davon aus, dass wir einen Beta-Parameter-Schätzer, Beta-Dach, gegeben haben und dann nennen wir den Zufallsvektor Y-Dach, also X mal Beta-Dach, die erklärten Daten, das ist also die Vorhersage, die das Modell macht auf Grundlage der geschätzten Beta-Parameter, Gleichung 20, und wir nennen den Vektor Epsilon-Dach, also Y minus Y-Dach, den Residuenvektor, Gleichung 21. Das wäre also die Abweichung der Vorhersage des Modells von dem tatsächlichen Datenvektor, also tatsächlich beobachtete Werte minus erklärte Daten. Die einzelnen Komponenten dieses Zufallsvektors, Epsilon i Dach gleich Y i minus Y i Dach, nennt man auch Residuen. Wir haben diese Begriffe, erklärte Daten und Residuen, bereits eingeführt für den Fall, also für das Modell der einfachen linearen Regression mit Ausgleichsgrade, siehe Einheit 2 dieser Vorlesung. Und hier haben wir jetzt nichts anderes getan, als das auf den Fall des allgemeinen linearen Modells zu generalisieren. Dann gibt es dazu ein schönes Ergebnis, nämlich dass sich der erklärte Daten und der Residuenvektor selbst wieder als Matrixprodukte mit dem Datenvektor schreiben lassen.
Das sieht dann so aus, wir haben hier also für ein allgemeines lineares Modell die erklärten Daten y-Dach und den Residuenvektor epsilon-Dach gegeben. Und dann besagt das Theorem, dass y-Dach und epsilon-Dach als Produkte des Datenvektors y von links gegeben sind, wobei die Matrizen P und R die Projektionsmatrix P und die residuenbildende Matrix R genannt werden und durch diese Formeln gegeben sind, hier in Gleichung 25. Das lässt sich auch ganz leicht beweisen. Dafür muss man im Prinzip nur die Definitionen ausschreiben. Wir haben also einmal y-Dach und y-Dach ist x mal Beta-Dach und Beta-Dach kennen wir, wir haben es nämlich definiert, das ist der Beta-Parameterschätzer. Und der ist x transponiert x invers mal x transponiert y. Und jetzt sehen wir, dass das, was hier vor dem y steht, die Matrix P ist, wie wir sie auf der vorherigen Folie definiert haben. Das heißt, das ist PY. Wir können also eine Matrix angeben, die uns direkt aus dem Datenvektor die Vorhersage des Modells basierend auf dem Beta-Parameterschätzer erzeugt. Gut, dann dasselbe für Epsilon-Dach. Epsilon-Dach ist Y minus Y-Dach. Jetzt können wir wieder aufschreiben, was das bedeutet. Y-Dach ist X mal Beta-Dach und Beta-Dach ist bekannt. Beta-Dach ist X transponiert X invers mal X transponiert Y. Und jetzt sehen wir, dass wir ausklammern können. Wir haben hier nämlich zweimal Matrixprodukte stehen, die auf Y enden. Das erste ist gar kein vollständiges Matrixprodukt, aber wir haben ja sozusagen in jeder Matrix davor noch die Einheitsmatrix. Weil die Einheitsmatrix ist das neutrale Element der Matrixmultiplikation. Das heißt, In mal Y ergibt Y. Und hier klammern wir das aus, was links vor der Matrix Y steht. Das ist x mal x transponiert x invers mal x transponiert. So, jetzt sehen wir, dass das hier P ist, wie wir es auf der vorherigen Folie definiert haben. Das heißt, hier steht In minus P mal Y. Das heißt, es gibt eine Matrix R, die residuenbildende Matrix, die es uns erlaubt, von dem Datenvektor direkt auf die Residuen zu projizieren, gegeben, dass wir den Beta-Parameterschätzer Beta-Dach zur Vorhersage des Modells benutzen. Okay, dann haben wir zusätzlich zum Beta-Parameterschätzer noch natürlich noch ein Varianzparameterschätzer und der ist wie folgt gegeben, also für ein allgemeines lineares Modell mit Datenvektor y und Designmatrix x ist der Varianzparameterschätzer definiert als die residuelle Quadratsumme y minus x Beta Dach transponiert mal y minus x Beta Dach geteilt durch n minus p. Und dann besagt das Theorem wieder, dass dieser Schätzer Sigma Quadrat Dach ein unverzerrter Schätzer von Sigma Quadrat ist. Und das bedeutet dasselbe, wie wir vorhin diskutiert haben. Das heißt, der Erwartungswert von Sigma Quadrat Dach soll Sigma Quadrat sein. Wir werden das jetzt hier nicht beweisen. Wir werden aber ganz am Ende dieser Vorlesungseinheit ein Theorem haben über die Verteilung von Sigma Quadrat Dach und aus diesem Theorem folgt dann auch, dass Sigma Quadrat ein unverzerrter Schätzer von Sigma Quadrat ist. Okay, man kann hier auch andere Schreibweisen wählen für das, was hier in Gleichung 29 steht. Wir könnten uns zum Beispiel die Definition des Residuenvektors nehmen, wie sie hier angegeben ist. Und wir sehen, dass das y minus x Beta Dach ist.
Das heißt, wir könnten das Ganze auch schreiben als Epsilon-Dach transponiert mal Epsilon-Dach geteilt durch N-P. Sie wissen, dass Epsilon-Dach transponiert Epsilon-Dach nichts anderes ist als die Summe der Quadrate aller Einträge dieses Vektors. Das ist hier in der zweiten Formel angegeben. Summe über alle Epsilon-I-Quadrat-Dach oder Epsilon-I-Dach-Quadrat geteilt durch N-P. Und dann können wir natürlich auch noch hinschreiben, was in jedem dieser Epsilon-I drin steckt, nämlich die Differenz zwischen dem i-ten beobachteten Wert Y-I und dem i-ten vorhergesagten Wert X mal Beta-Dach I. In Klammern zum Quadrat. Gut. Sigma-Quadrat wird also mit Hilfe der durch N-P normalisierten residuellen Quadratsumme geschätzt. Anders als beim Beta-Parameterschätzer, also Beta-Dach, handelt es sich bei Sigma-Quadrat nicht um einen Maximum-Likelihood-Schätzer. Ja, also das ist nicht gleichzeitig der Maximum-Likelihood-Schätzer von Sigma-Quadrat. Der Maximum-Likelihood-Schätzer wäre gegeben durch das, was hier steht, nämlich residuelle Quadratsumme geteilt durch n. Können Sie ja mal machen, sich die Log-Likelihood-Funktion des allgemeinen linearen Modells nehmen. Die steht hier, Gleichung 16, für dann diese Funktion nach Sigma-Quadrat ableiten, 0 setzen und nach Sigma-Quadrat umstellen. Dann werden Sie sehen, dass Sie da nicht auf residuelle Quadratsumme durch n-p kommen, sondern auf residuelle Quadratsumme geteilt durch n. Gut, bis hierher Fragen. Sie meinen das hier, ja? Ja. Ja. Also wie wollen Sie die umstellen, damit es eine Einheitsmatrix wird? Also bei Produkten kann man ja die Teile vertauschen. Bei Matrixen nicht. Genau, also wir haben irgendwo mal in Abschnitt 3 festgehalten, dass für Matrixprodukte im Allgemeinen nicht gilt, dass die Matrixmultiplikation kommutativ ist. Ja? Es gibt natürlich Fälle, wo auch diese Gleichung stimmt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Identitätsmatrizen miteinander multiplizieren. Und das natürlich aber im Allgemeinen stimmt das nicht. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch ein Beispiel an, bevor wir eine kurze Pause machen. Und zwar betrachten wir das Szenario von n unabhängigen und identisch normal verteilten Zufallsvariablen mit Erwartungswertparameter μ und Varianzparameter Sigma Quadrat. Wir wissen, dass man das auch so schreiben kann, dass man sagt, jedes yi folgt einer Normalverteilung mit Erwartungswertparameter μ und Varianzparameter Sigma Quadrat. Und wie wir jetzt im Folgenden zeigen werden, ergeben sich dann der Beta-Parameterschätzer zu y quer, also dem Mittelwert der y, und der Varianzparameterschätzer ergibt sich zu sy Quadrat, also der Stichprobenvarianz der Y oder des Datenvektors. Gut, wir wissen, dass für dieses Modell die Designmatrix durch einen Einervektor gegeben ist. Ja, also wir haben einen n-dimensionalen 1-Vektor, das ist die komplette Designmatrix, weil wir nichts anderes als den Mittelwert der Daten modellieren. Wir wissen auch, dass der Beta-Parameter in diesem Fall dem μ entspricht. Und wir wissen, dass p gleich 1 ist, weil die Designmatrix nur eine Spalte hat. Ja? Wenn Sie das nochmal nachvollziehen wollen, schauen Sie bitte in Einheit 5, Modellformulierung, wo wir gezeigt haben, dass dieses Modell äquivalent ist zu einer Designmatrix mit einem Einervektor und einem Beta-Parametervektor, der nur dem μ entspricht. Gut, dann können wir den Beta-Parameterschätzer hinschreiben und einfach einsetzen. Wir haben also x transponiert x invers mal x transponiert y und dann steht hier einer Vektor transponiert mal einer Vektor invers einer Vektor transponiert mal y.
Jetzt haben wir hier einen Vektor von Einsen, den wir transponieren und dann mit einem Vektor von Einsen multiplizieren. Was kommt dabei raus? Ich schreibe Ihnen das nochmal ein bisschen deutlicher hin. Ja. Darauf kommt ein Skalar raus, weil das hier ist ein 1 mal n Vektor und das ist ein n mal 1 Vektor. Und welcher Skalar kommt raus? Ja? Ein 1 mal 1 Vektor. Also ein 1 mal 1 Skalar, folglich nur ein 1? Nee, Sie müssen diese Spalte, also Sie müssen das Skalarprodukt von dieser Zeile mit dieser Spalte berechnen. 1 mal 1 plus 1 mal 1 plus 1 mal 1 plus 1 mal 1 und so weiter. Also, ja? 1 hoch n? Nee, n. Ja. Also, wir rechnen, wir bilden das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren, ja? Der einen Spalte, der einen Zeile und der einen Spalte. Und wir rechnen immer 1 mal 1, das ist 1, und wir machen das n mal und dann addieren wir auf, dann kommen wir auf n. Gut, das heißt, hier steht also n hoch minus 1. Und hier haben wir was Ähnliches. Wir multiplizieren ein Einer-Vektor mit den Einträgen mit dem Datenvektor. Ja? Das Ergebnis davon ist auch wieder ein Skalar und das wäre also y1 plus y2 plus y3 und so weiter plus yn. Das heißt, das hier ist die Summe aller yi. So. Das hier ist eine 1 mal 1 Matrix. Wenn wir die invertieren, bedeutet das einfach nur, dass wir das Reziproke von dem einzigen Eintrag nehmen. Das heißt, hier wird 1 durch n mal Summe über alle yi. Und das ist unsere Definition für das Stichprobenmittel. Gut. Dann machen wir das noch für den Varianzparameterschätzer. Schreiben wir den einfach erstmal hin. 1 durch n minus p mal y minus x Delta-Dach. Y minus x Delta-Dach. Und dann setzen wir wieder ein. Hier steht also erstmal 1 durch n minus 1, weil p gleich 1 ist. Und hier steht y minus einer Vektor mal y quer. Ja. Designmatrix ist einer Vektor, Beta Dach ist y quer. Und hier steht y minus einer Vektor mal y quer. Gut, jetzt haben wir hier die Differenz zwischen dem Datenvektor y und dem einer Vektor multipliziert mit y quer. Das können wir ja auch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben. So, ich glaube, wir sind hier inzwischen schon auf der nächsten Folie. Das sieht dann so aus, y1 minus y quer bis yn minus y quer transponiert. Das seid ihr, y1 minus y quer bis yn minus y quer. Und jetzt sehen wir wieder, wenn wir diesen Vektor transponieren, wird daraus ein Zeilenvektor, 1 mal n. Wir multiplizieren es mit einem Spaltenvektor, n mal 1. Das heißt, wir erhalten die Summe der Quadrate aller dieser Einträge. Ja? Wir multiplizieren das mit dem, das mit dem, das mit dem und summieren auf. Das heißt, das hier ist durch n minus 1 mal Summe über alle yi minus y quer in Klammern zum Quadrat. Und das ist, was wir als Stichprobenvarianz sy Quadrat definiert haben. Gut. In unseren Simulationen wollen wir uns jetzt jeweils zwei Sachen anschauen, einmal eine einzelne Parameterschätzung und einmal die Simulation der Schätzerunverzerrtheit.
Das heißt, wir werden das tun, was Sie vorhin schon angedeutet haben. Wir werden viele Realisierungen aus dem Modell erzeugen in einer Simulation und uns dann den Erwartungswert der Schätzer über alle Simulationen hinweg anschauen. Hier haben wir also erstmal eine einzelne Parameterschätzung. Wir generieren 12 Datenpunkte mit einem Mittelwert von 2 und einer Varianz von 1. Dann benutzen wir die Sampling-Funktion der multivariaten Normalverteilung, die heißt hier MVR-Norm, um also einen Datenvektor zu erzeugen. Wir berechnen den Beta-Parameterschätzer Beta-Hat und den Varianzparameterschätzer Sigma-Quadrat-Hat. Und wir stellen dann gegenüber die wahren, aber unbekannten Werte mit den geschätzten Werten. Und wir sehen, dass die Parameter hier ganz ordentlich geschätzt werden. Der wahre Wert von Beta gleich 2 wird also auf 1,64 geschätzt. Der wahre Wert von Sigma Quadrat 1 wird auf 1,12 geschätzt. Jetzt kommen wir zur Schätzerunverzerrtheit. Dafür geben wir hier zusätzlich die Anzahl der Simulationen an. 1E4 bedeutet was in R? Ja? Richtig. 1 mal 1E4 ist gleich 1 mal 10 hoch 4. 1 mal 10 hoch 4 sind 10.000. Das heißt also, wir vollziehen hier 10.000 Simulationen mit Realisierungen aus demselben Modell. Wir legen jetzt Arrays an, in denen wir unsere Beta- und Varianzparameterschätzer sammeln wollen. Und dann in jedem Schleifendurchlauf generieren wir wieder einen Datenvektor y, berechnen die Parameterschätzer, Beta-Hat, Sigma-Quadrat-Hat, und dann stellen wir gegenüber die wahren, aber unbekannten Werte mit den geschätzten Erwartungswerten der Parameterschätzer, indem wir also den Mittelwert über alle Simulationen bilden. Und dann sehen wir, dass also der Beta-Parameterschätzer hier einen Erwartungswert von 2 hat, was dem wahren, aber unbekannten Parameter entspricht, und der Varianzparameterschätzer hat einen Erwartungswert von 0,998, was also sehr dicht dran liegt an 1. Das ist eine Demonstration der Tatsache, dass also diese Schätzer in diesem Modell unverzerrt sind. Gut, gibt es dazu Fragen? Okay, dann könnten wir jetzt kurz eine Pause machen, wenn wir möchten, und einmal durchlüften. Okay, dann betrachten wir noch das Modell der einfachen linearen Regression, das, wie Sie wissen, durch diese Gleichung gegeben ist. Yi ist gleich Offset-Parameter Beta 0 plus Steigungsparameter Beta 1 mal Xi plus Epsilon I, wobei jedes Epsilon I einer Normalverteilung folgt mit Erwartungswertparameter 0 und Varianzparameter Sigma Quadrat. Für dieses Modell, also einen anderen Spezialfall des allgemeinen linearen Modells, gilt, dass, wie wir gleich sehen werden, der Beta-Parameterschätzer gegeben ist durch diese Gleichung hier. Der Beta-Parameterschätzer besteht also aus Beta 0 Dach und Beta 1 Dach, wobei Beta 0 Dach gleich y quer minus Beta 1 Dach mal x quer ist. Und Beta 1 Dach ist dann CXY, also Stichproben-Kovarianz geteilt durch SX Quadrat, also Stichproben-Varianz der X. So, dann haben wir noch den Varianzparameterschätzer, und der Varianzparameterschätzer ist hier einfach also die Summe der Differenzen, der quadrierten Differenzen zwischen beobachteten Werten und erklärten Daten, geteilt durch n-2. Warum steht hier n-2? Gefragt, was steht da im allgemeinen Fall bei dem Varianzparameterschätzer unter dem Bruchstrich? Bitte? Minus 1.
Ja, in dem Modell, was wir eben betrachtet haben, dem Modell der unabhängigen und identisch normalverteilten Zufallsvariablen, steht n minus 1. Aber im Varianzparameterschätzer steht n minus p. So, wie kommt jetzt hier die n minus 2 zustande? Also ich gebe Ihnen einen Tipp. Insgesamt drei Parameter, die wir schätzen müssen, Beta 0, Beta 1 und Sigma Quadrat, aber wir haben zwei Beta-Parameter, Vektorkomponenten oder anders gesagt, wir haben zwei Spalten in der Designmatrix, ja? Nämlich den Konstantenregressor, den Einervektor und den Vektor der Prädiktorvariable x. Und demzufolge haben wir auch einen zweidimensionalen Beta-Parameter-Vektor bestehend aus Beta 0 und Beta 1. Und deshalb ist p hier 2. Gut, Sie haben bestimmt schon bemerkt, dass diese Formel, die hier für Beta Dach angegeben ist, in Gleichung 34, den Schätzern entspricht, die wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, nämlich einmal als Parameter der Ausgleichsgrade und zum anderen als die Maximum-Likelihood-Schätzer der einfachen linearen Regression. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund, dass diese Parameter wieder genau dieselben sind, oder diese Schätzer wieder genau dieselben sind, denn wir maximieren ja immer exakt dieselbe Funktion, nämlich die Summe der Abweichungsquadrate, die hier in Gleichung 35 auf der rechten Seite steht. Und für den Fall der einfachen linearen Regression entspricht diese Summe der Abweichungsquadrate einfach dieser Summe hier, yi minus Beta 0 minus Beta 1 mal xi in Klammern zum Quadrat. Und das ist die Funktion, die wir vormals Q von Beta genannt haben und die wir minimiert haben, als wir die Parameter der Ausgleichsgrade ermittelt haben. Ja? So. Genau. Dann wollen wir die Beta-Parameterschätzer für das Modell der einfachen linearen Regression herleiten. Und dazu schreiben wir einfach mal die Gleichung auf von den Beta-Parameterschätzer. X transponiert x invers mal x transponiert y, ist also immer dasselbe. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also wir haben hier die Designmatrix transponiert. Ja? Das heißt, wir müssen das, was hier steht, einer Vektor- und Prädiktorvariable transformieren. Da ergibt sich Folgendes. Die erste Spalte der Designmatrix wird zur ersten Zeile und die zweite Spalte der Designmatrix wird zur zweiten Zeile in x transponiert. So, dann sind wir hier, da haben wir die Designmatrix zu stehen. Die Designmatrix ist einer Vektor und Vektor der Prädiktorvariable. Dann wird davon das Inverse gebildet. Jetzt haben wir hier wieder die transponierte Designmatrix, das ist also erste Zeile einer Vektor und zweite Zeile Prädiktorvariable. Und hier haben wir noch den Datenvektor, den schreiben wir jetzt auch einmal aus, y1 bis yn. Gut. Ist hier hinten klar? Gut. Jetzt haben wir hier eine n mal 2 Matrix, Entschuldigung, eine 2 mal n Matrix und hier haben wir eine n mal 2 Matrix. Das Matrixprodukt dieser beiden Matrizen ergibt also eine 2 mal 2 Matrix, die wir dann noch invertieren müssen. Erste Zeile, erste Spalte, hier werden wieder zwei Einervektoren miteinander multipliziert, das ergibt n. Das haben wir in der vorherigen Herleitung bereits gesehen.
Dann erste Zeile, zweite Spalte. Da haben wir hier einen Einer-Vektor, der mit der Prädiktor, mit dem Vektor der Prädiktorvariable multipliziert wird. Das heißt, wir haben 1 mal x1 plus 1 mal x2 plus 1 mal x3 plus 1 mal xn und so weiter. Das heißt, das ist die Summe aller xi, ja, also aller Einträge der zweiten Spalte in dieser Matrix. Dann haben wir hier zweite Zeile, erste Spalte. Das ist genau das gleiche, nur umgekehrte Reihenfolge. Vektor der Prädiktorvariable mal 1 Vektor ergibt Summe über alle xi. Und jetzt haben wir hier zweite Zeile, zweite Spalte, kommt an diesen Stelle. Das ist der Vektor der Prädiktorvariable transponiert und multipliziert mit sich selbst. Ergibt also x1 zum Quadrat plus x2 zum Quadrat plus x3 zum Quadrat und so weiter bis xn. Das heißt, das ist die Summe aller xi Quadrat. Das, wie gesagt, muss dann invertiert werden. Und jetzt schauen wir uns diesen Term hier noch an. Hier haben wir einmal einer Vektor mal Datenvektor. Das müsste dann also sein, die Summe aller Einträge von y, Summe über alle yi. Und wir haben hier Vektor der Prädiktorvariable mal Datenvektor. Das heißt, wir multiplizieren x1 mal y1, x2 mal y2 und so weiter bis n. Dann steht hier Summe über alle xi, yi. Wir können jetzt hier noch leichte Vereinfachung vornehmen, und zwar sehen wir, können wir eine alternative Schreibweise einführen für die Summe aller xi. Die Summe aller xi ist ja im Prinzip n mal 1 durch n mal die Summe über alle xi. Das heißt, ich habe jetzt hier also einfach ein Bruch gebildet, aus zweimal der gleichen Zahl, dieser Bruch hebt sich weg, ist so ähnlich wie die produktive 1, die multiplikative produktive 1, könnte man das nennen. So, und dann ist das hier das Stichprobenmittel, x quer. Das heißt, so ein Ausdruck lässt sich schreiben als n mal x quer. Das steht dann hier und hier, und hier können wir nichts weiter. Dasselbe haben wir hier auch, da können wir schreiben ny quer. Und hier bleibt stehen Summe über alle xy. Gut. Hier habe ich noch hoch minus 1 vergessen. So, um das Ganze jetzt abzukürzen, werde ich Ihnen an dieser Stelle was vorgeben, nämlich das Inverse von dieser Matrix. Und das ist das, was hier in Gleichung 39 steht. Das heißt, ich rechne jetzt also hier weiter, wobei ich das für das Inverse dieser Matrix einsetze. Da steht also n1 durch sx² mal das Inverse einer 2x2-Matrix ist natürlich eine 2x2-Matrix. Sx² durch n plus x² auf dem Nicht-Diagonalelement steht dann jeweils minus x quer Quadrat und 1. So, das soll jetzt multipliziert werden mit diesem 2 mal 1 Vektor hier, n mal y quer und Summe über alle xi, yi. Dafür gehe ich jetzt weiter auf den mittleren Teil der Tafel. Wollen wir mal schauen, ob wir da was Schönes rausbekommen. Wir lassen mal 1 durch sx² vorne stehen. Jetzt haben wir hier eine 2x2-Matrix und einen 2x1-Vektor. Das Ergebnis davon ist also wieder ein 2x1-Vektor. Das erste Element erhalten wir, indem wir das Skalarprodukt von der ersten Zeile der Matrix
mit dem Skalar, mit dem Vektor bilden. Und da steht dann also resultierenden Vektors. Für den zweiten Eintrag müssen wir uns jetzt die zweite Spalte, Entschuldigung, die zweite Zeile und die erste Spalte des Vektors nehmen und dann erhalten wir minus x quer Quadrat mal n quer plus 1 mal Summe über alle x y. Erster guter Schritt wäre vermutlich, diese Klammer hier aufzulösen. Das heißt, wir haben hier das n kürzt sich weg, dann steht hier s x Quadrat y quer plus n y quer x quer zum Quadrat. Ich werde jetzt aus Gründen, die Sie gleich sehen werden, hier mal das x quer Quadrat aufteilen in x quer mal x quer. Dann steht hier also x quer mal n mal x quer mal t quer. Das ist also dieser Term hier. Minus x quer mal Summe so. Ja. Hier unten ändert sich nicht viel. Das schreiben wir jetzt mal so. Hier werden wir auch das x quer Quadrat auflösen. Dann steht hier minus x quer mal x quer mal y quer plus Summe über alle x, y, y. Sie erkennen vielleicht schon so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Wir werden sowohl in dem ersten als auch im zweiten Eintrag einen ähnlichen Term isolieren können. Dafür ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Ach so. Ja, das ist der Nachweis, dass das, was ich hier aufgeschrieben habe, also Gleichung 39, das Inverse von x transponiert x ist. Das sind wir jetzt nicht im Einzelnen durchgegangen, sondern wir sind bereits hier. Und richtig. Okay, verstehe. Jetzt wollen wir mal hier das 1 durch sx², was da vor der Gleichung steht, reinziehen, weil es dann hier zum Beispiel gekürzt wird. Dann haben wir hier y plus x² durch sx² mal n mal x² mal y² minus x quer durch sx Quadrat mal die Summe über alle x y. So. Und natürlich ist das hier ein zweielementiger Vektor, der auch eine Matrix ist. Das heißt, wenn wir Skalarmultiplikation durchführen, müssen wir das mit jedem Eintrag machen. Das heißt, hier unten steht minus x quer durch sx Quadrat x quer y quer plus 1 durch sx Quadrat Summe über alle x, y, y. So.
ausklammern, Sie sehen, dass hier in beiden der Faktor x quer durch s x Quadrat vorkommt. Das ist sehr nützlich. Wir werden hier minus x quer durch s x Quadrat ausklammern, damit wir hier vor der Summe ein positives Vorzeichen bekommen. Dann steht also hier außerhalb der Klammer x quer durch s x Quadrat. Und in Klammern steht die Summe über alle x, y, y. Jetzt müssen wir das aus diesem Term ausklammern. Der erhält jetzt ein negatives Vorzeichen, weil wir minus x quer durch sx Quadrat ausgeklammert haben. Und dann steht hier minus n mal x quer y quer. Okay, so, jetzt sind wir auch schon fast da. Im zweiten Eintrag möchte ich eigentlich sx Quadrat ausklammern. Entschuldigung, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Fehler ist folgender. Hier stehen keine Quadrate, sondern nur minus x quer auf den Nicht-Diagonalelementen der Inversen von x transponiert x. Dann gucke ich mal, welche Fehler das jetzt hier hervorgerufen hat. Hier habe ich den Fehler schon stillschweigend korrigiert. Hier ist es korrekt, weil das ist der Eintrag 1,1 der Matrix. Das ist richtig, das ist richtig. So, hier haben wir nur x quer. Hier haben wir hier nur das. Und hier auch. So, jetzt können wir weitermachen. Unten klammern wir also aus 1 durch sx Quadrat und dann tauschen wir auch die Reihenfolge. Hier haben wir ein positives Vorzeichen. Das heißt, hier steht Summe über alle x, y, minus, hier bleibt übrig n mal x quer mal y quer. Okay, schön. Wie Sie sehen, haben wir jetzt also hier sowohl im ersten als auch im zweiten Eintrag denselben Ausdruck. Und zwar den Ausdruck, der hier ganz unten steht. Und das ist jetzt auch was, was wir nicht im Einzelnen durchgehen, aber dieser Ausdruck entspricht dem hier. Summe über alle xi minus x quer in Klammern mal y minus y quer in Klammern. Und das ist, wie Sie wissen, die Stichprobenkovarianz zweier Vektoren x und y oder zwei Stichproben x und y, und das bedeutet, dass wir hier jetzt ersetzen können, das hier ist also cxy und dann kommen wir hier auf y quer minus cxy geteilt durch sx Quadrat mal x quer. So. Und für den zweiten Eintrag bleibt dann den cxy, Stichprobenkovarianz durch sx Quadrat, Stichprobenvarianz der x. Und das sind demzufolge unsere mithilfe des Beta-Parameter-Schätzers bestimmte Werte für Beta-0-Dach und Beta-1-Dach. Wir könnten jetzt auch noch den Varianzparameterschätzer durchgehen, aber das sparen wir uns an der Stelle, weil das einfach für jedes allgemeine lineare Modell sehr ähnlich ist. Alles, was Sie tun müssen, ist den Vektor x mal Beta,
n-dimensionalen Vektor x mal Beta von einem Datenvektor abzuziehen und dann alle Elemente zu quadrieren und aufzusummieren. Und da kommt eben für das Modell der einfachen linearen Regression das raus, was hier in Gleichung 34 steht. Okay, dann wollen wir uns auch hierfür zwei Simulationen anschauen. Wir haben zunächst eine einzelne Parameterschätzung. Wir generieren hier 10 Datenpunkte. Die Anzahl der Regressoren in der Designmatrix ist 2. Den Vektor der Prädiktorvariable legen wir jetzt einfach mal so fest, also 1 bis n, das sind also die Zahlen 1 bis 10. Und dann besteht die Designmatrix aus dem Einervektor und dem Vektor, den Prädiktorwerten x, also 2 Spalten, wie bereits gesagt. Die Beta-Parameter, die wahren, aber unbekannten und hier bekannten Beta-Parameter werden hier auf 0 und 1 festgelegt. Das heißt, der eine Vektor erhält ein Gewicht von 0 und die Prädiktorvariable erhält ein Gewicht von 1. Und die Varianz Sigma Quadrat, die Varianz der Fehlertimer Sigma Quadrat wird hier auf 1 festgelegt. Dann nutzen wir erneut diese Funktion MVR-Norm, um eine Realisierung des Datenvektors zu erzeugen, berechnen auf dieser Grundlage den Parameterschätzer und den den Beta-Parameterschätzer und den Varianz-Parameterschätzer mithilfe der hinlänglich bekannten Formeln und schauen uns an, was dabei rauskommt. So, hier sehen wir mal einen Fall für Parameterschätzung, die auch mal daneben liegen kann. Ja? Wir haben hier also die wahren Werte Beta 0 gleich 0 und Beta 1 gleich 1. Und der Beta-Parameterschätzer schätzt diese Werte als minus 1,04 und 1,07. Liegt also, was den Offset-Parameter Beta 0 betrifft, sehr weit daneben. Das könnte damit zu tun haben, dass hier auch die Varianz nicht gut geschätzt wird. Also der wahre Wert der Varianz ist 1 und der geschätzte Varianzparameter ist hier 0,337. Das ist eben das, was für frequentistische Inferenz gilt, was wir bereits besprochen haben. Frequentistische Inferenz garantiert, dass wir auf lange Sicht im Mittel gute Ergebnisse erzielen werden. Das heißt aber nicht, dass wir für einen konkreten, einzelnen, gegebenen Datensatz auch mal schlechte Ergebnisse erzielen werden, bei denen die Parameterschätzer sehr weit entfernt von den wahren, aber unbekannten Parameterwerten liegen. Okay. Jetzt haben wir hier noch die Simulation der Schätzerunverzerrtheit. Also die Ergänzung besteht hier darin, dass wir wieder eine Anzahl von Simulationen festlegen, n-sim gleich 10.000. Und dann die gesamte Modellschätzung hier in diese Schleife reinpacken. Das heißt, wir berechnen Beta-Dach und Sigma-Quadrat-Dach für jeden Schleifendurchlauf, für jede Realisierung des Modells. Und dann sehen wir, dass frequentistische Inferenz auf lange Sicht über viele Realisierungen hinweg gut funktioniert, da die geschätzten Erwartungswerte des Beta-Parameterschätzers und des Varianzparameterschätzers sehr nah an den wahren, aber unbekannten Parametern liegen. Gut. Fragen bis zu diesem Punkt? Okay, also ich kann Sie schon mal dahingehend beruhigen. Das meiste an Herleitungen haben wir hinter uns. In der nächsten Abschnitt zu frequentistischen Schätzerverteilungen kommt noch ein bisschen was. Aber jetzt wollen wir uns erstmal mit Chi-Quadrat-Verteilungen befassen und dazu eine kurze Vorbemerkung. Wir werden also in dieser Einheit und in den nächsten zwei Vorlesungseinheiten, T-Statistiken und F-Statistiken, bestimmte Verteilungen kennenlernen, beziehungsweise vielleicht könnte das auch Wiederholung für Sie sein aus dem Wintersemester, nämlich die Chi-Quadrat-Verteilung, die T-Verteilung und die F-Verteilung. Und wir werden dabei jeweils so vorgehen, dass wir zunächst mal eine Chi-Quadrat-, T- oder F-Zufallsvariable definieren, das heißt verstehen, wie entstehen solche Zufallsvariablen, und dann ohne Beweis die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion der jeweiligen Verteilung präsentieren.
dann schauen wir uns noch ein paar Beispiele für solche Verteilungen an, weil diese Verteilungen, wie wir sehen werden, grundlegend sind für die Verteilung von einerseits Parameterschätzern, andererseits aber auch Statistiken zur Modellevaluation. Es gibt dann zu jeder dieser Verteilungen auch noch eine nicht zentrale Variante, also eine nicht zentrale Chi-Quadrat-Verteilung, eine nicht zentrale T-Verteilung und eine nicht zentrale F-Verteilung. Und die unterscheiden sich von den normalen Verteilungen darin, dass sie zusätzlich noch einen Nicht-Zentralitätsparameter haben. Und wir werden diese Verteilung brauchen, um bestimmte Theoreme herzuleiten. Gut, und hier machen wir das jetzt für Chi-Quadrat-Zufallsvariable. Was also ist eine Chi-Quadrat-Zufallsvariable? Also hier wird jetzt immer dieser griechische Buchstabe auftauchen. Das ist eine Chi und das ist ein Quadrat. Chi-Quadrat-Zufallsvariable. Gegeben sei eine Menge von Zufallsvariablen Z1 bis Zn, die voneinander unabhängig sind und die standardnormal verteilt sind. Das heißt, die Z1 bis Zn sind paarweise unabhängig voneinander und jedes Zi folgt einer Normalverteilung mit Erwartungswertparameter 0 und Varianzparameter 1. Das nennt man Standardnormalverteilung. Siehe Einheit 4, Normalverteilung. Dann nennen wir die Zufallsvariable x und die definieren wir als die Summe aller Zi Quadrat, eine Chi Quadrat verteilte Zufallsvariable mit Freiheitsgradparameter n. Der Freiheitsgradparameter n gibt also an, wie viele unabhängige, standardnormal verteilte Zufallsvariablen wir da aufsummieren. Wenn wir 10 standardnormal verteilte Variablen quadrieren und aufsummieren, erhalten wir eine Chi-Quadrat-Zufallsvariable mit Freiheitsgradparameter 10. Wenn wir 1000 standardnormal verteilte Zufallsvariablen quadrieren und aufsummieren, erhalten wir eine Chi-Quadrat-Zufallsvariable mit Freiheitsgradparameter 1000. So. Wir schreiben das dann so: x folgt einer Chi-Quadrat-Verteilung mit Parameter n und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion nennen wir so: Chi-Quadrat von x gegeben oder Semikolon n. Die Summe von n quadrierten standardnormal verteilten Zufallsvariablen ist eine Chi-Quadrat-Zufallsvariable. Gut. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Gegeben sei also eine Chi-Quadrat-Zufallsvariable x mit Freiheitsgradparameter n. Und die wird den Ergebnisraum r größer 0 haben, ist also beschränkt auf die positiven reellen Zahlen. Dann ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von x gegeben durch diese Funktion hier, die hier auf der rechten Seite in Gleichung 43 steht. Werde ich jetzt nicht vorlesen, nur so viel, das exp steht hier für die Exponentialfunktion, also e hoch, und der griechische Buchstabe Gamma steht für die Gamma-Funktion. Können Sie gerne googeln oder auf Wikipedia nachgucken, was das ist. Wir verzichten auf einen Beweis. Die Herleitungen von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen sind immer sehr kompliziert, haben wir keine Zeit für, fehlen uns die Mittel. Für uns ist wichtig, dass Chi-Quadrat-Zufallsvariablen also zentral sind für die Definition von T- und F-Statistiken, weil T- oder F-Zufallsvariablen immer definiert sind als Quotienten, wobei der Nenner und der Zähler aus Chi-Quadrat-Zufallsvariablen bestehen. So, die Chi-Quadrat-Verteilung ist also auf den positiven reellen Bereich beschränkt, wie bereits gesagt, und steigendes n, also steigender Freiheitsgradparameter, verschiebt die Wahrscheinlichkeitsmasse dann in der Tendenz in den höheren positiven Bereich. Hier haben wir Beispiele für Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen von Chi-Quadrat-Verteilungen mit Freiheitsgradparameter 2 bis 15. Und wie Sie sehen, wandert diese Funktion immer ein bisschen weiter nach rechts. Okay, jetzt zur nicht zentralen Chi-Quadrat-Verteilung. Was ist eine nicht zentrale Chi-Quadrat-Zufallsvariable? Wir gehen wieder aus von einer Menge von Zufallsvariablen, y1 bis yn, die auch wieder unabhängig voneinander sind, aber diesmal nicht standardnormal verteilt, sondern normal verteilt mit Erwartungswertparameter μi und Varianz 1. Diese Zufallsvariablen haben also dieselbe Varianz, 1, aber nicht notwendigerweise den gleichen Erwartungswertparameter. Das
sondern verschiedene Erwartungswertparameter mu i. Dann nennen wir die Zufallsvariable x, die definiert ist als die Summe über alle yi Quadrat, also wieder die Summe aller quadrierten Ausgangszufallsvariablen. Die nennen wir dann eine nicht zentrale oder eine nicht zentral chi Quadrat verteilte Zufallsvariable mit dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta, der sich als Summe der Quadrate aller mu i ergibt und Freiheitsgradparameter n. Das heißt, der Unterschied zur normalen Chi-Quadrat-Verteilung besteht hier darin, dass in der Verteilung zusätzlich noch ein Nicht-Zentralitätsparameter Delta hinzukommt. Der Freiheitsgradparameter n bleibt derselbe und hängt ausschließlich ab von der Anzahl der Zufallsvariablen, die wir hier quadrieren und aufsummieren. Wir schreiben die Verteilung so und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dann so, also Chi-Quadrat von x gegeben Delta und n. Zur Verbindung von nicht-zentraler und normaler Chi-Quadrat-Verteilung lässt sich Folgendes sagen. Eine nicht-zentrale Chi-Quadrat-Zufallsvariable mit Nicht-Zentralitätsparameter Delta gleich 0 ist eine normale oder zentrale Chi-Quadrat-Zufallsvariable. Es gilt also die Identität dieser beiden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nicht-zentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit Delta gleich 0 ist gleich Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der normalen Chi-Quadrat-Verteilung. Ja, bitte. Wenn man jetzt ganz allgemein von Chi-Quadrat-Zufallsvariable oder Verteilung spricht, ja, meint man dann immer die Zentrale oder meint man den ganzen Topf und muss dann nochmal genauer definieren, zentral oder nicht zentral? Nee, wenn man es nicht genau spezifiziert, dann ist von der Zentralen die Rede. Also wenn nichts dazu gesagt wird, dann ist immer von der normalen Chi-Quadrat-Verteilung die Rede. Und wenn man über die Nicht-Zentrale sprechen will, muss man das auch konkret angeben. Gut, jetzt wieder die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Wir gehen also davon aus, dass wir eine nicht zentral chi Quadrat verteilte Zufallsvariable gegeben haben mit dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta und dem Freiheitsgradparameter n. Dann ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gegeben durch dieses Monster von Funktionen hier in Gleichung 46. Ich werde die jetzt nicht vorlesen. Bitte fangen Sie gar nicht erst an, sowas auswendig zu lernen. Sie brauchen keine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen auswendig lernen. Ausnahme Normalverteilung und multivariate Normalverteilung. Es ist also nicht notwendig, diese Funktion auswendig zu lernen. Sie müssen die nicht parat haben und außerdem ist die sowieso in unserer Software, die wir benutzen, in R integriert und wir müssen die nicht selber ausrechnen. Gut, die nicht-zentrale Chi-Quadrat-Verteilung wird eine wichtige Rolle spielen, wenn wir die Verteilung der residuellen Quadratsumme im allgemeinen linearen Modell betrachten und das wird dann im nächsten Abschnitt passieren. Hier an der Stelle noch ein paar Beispiele. Also die durchgezogenen Linien stehen hier für Freiheitsgradparameter n gleich 5, die gestrichelten Linien für Freiheitsgradparameter n gleich 10. Und die verschiedenen Grautöne stehen für verschiedene Delta-Werte 0, 2 und 4. Und Sie sehen also hier, dass der Nicht-Zentralitätsparameter wie auch der Freiheitsgradparameter dafür sorgt, dass die Verteilung in der Tendenz weiter nach rechts wandert. Ja, also sowohl der Nicht-Zentralitätsparameter als auch der Freiheitsgradparameter erhöhen also den Erwartungswert der einer Chi-Quadrat-Zufallsvariable, einer nicht-zentralen Chi-Quadrat-Zufallsvariable. Da gibt es eine Frage. Ich bin gerade einfach nur von der Terminologie verwirrt, ja, weil ja die nicht-zentralen genau die sind, die jetzt grafisch zentraler wird liegen. Also, aha. Und worin äußert sich jetzt die Nicht-Zentralität auf mathematischer Ebene, wenn es nicht grafisch belegbar ist? Also, Sie meinen damit, dass die WDFs, die hier Delta gleich 0 haben, dass die für Sie zentraler aussehen und nicht so langgezogen in dem rechten Bereich? Wenn das Delta einen Wert annimmt, verstehe ich das so, dass es sich dann um eine nicht zentrale Chi-Quadrat-Zufallsvariable oder Verteilung hier handelt. Aber also, und
sie nimmt ja einen Wert an, deswegen ist es nicht zentrale, mhm. aber andererseits ist sie halt zentraler als eine zentrale. Okay, also das liegt jetzt hier vielleicht nur an der Art und Weise der Darstellung. Ich schneide ja hier die X-Achse bei 20 ab, ja, ich könnte die auch bis 1000 laufen lassen und dann würden die alle für unser Auge an der Y-Achse kleben. Die Terminologie kommt einfach daher, weil der Ursprung der nicht zentralen Zufallsvariablen nicht hier Normalverteilung sind, die in gewissem Sinne nicht zentral sind. Ja? Also wir hatten gesagt, dass eine Pi-Quadrat-Zufallsvariable aus Standard-Normalverteilung entsteht. Die Standard-Normalverteilung sieht so aus, wobei das die 0 ist. Und bei der nicht zentralen Pi-Quadrat-Verteilung ist es dann so, dass wir da viele Normalverteilungen haben, die irgendwo liegen, aber nicht notwendigerweise zentral. Und daher nennen wir das dann eine nicht zentrale Chi-Quadratverteilung. Aber Sie haben recht, dass es in gewisser Weise irreführend ist, weil ja die Chi-Quadratverteilung sowieso auf den positiven reellen Bereich beschränkt ist und deshalb gar nicht sowas wie einer Zentralität gesprochen werden kann. Der einzige Fall, wo diese Terminologie Sinn ergibt, ist eigentlich bei der nicht zentralen T-Verteilung, die wir in der nächsten Einheit kennenlernen werden. Aber bei der nicht zentralen Chi-Quadrat-Verteilung und bei der nicht zentralen F-Verteilung ist es richtig, was Sie sagen, dass die eigentlich nicht zentral sind, sondern es bezieht sich halt auf die Ausgangsvariablen, die nicht zentral sind. Ja? Ja, akzeptiere ich. Okay, gut. Also bessere Erklärungen habe ich jetzt auch nicht und selber habe ich die Terminologie natürlich auch nicht gemacht. Ja, vielleicht liegt das auch einfach an der Achsenaufteilung, die Sie gewählt haben. Ja, sicher. Gut, jetzt müssen wir ein wichtiges Theorem besprechen, nämlich Cochrans Theorem für multivariate Normalverteilung. Und das Theorem besagt Folgendes. Gegeben sei ein Multivariat, also ein n-dimensionaler Zufallsvektor Xi, der einer multivariaten Normalverteilung folgt, mit Erwartungswertparameter μ, und einem sphärischen Kovarianzmatrixparameter, ja, also Sigma Quadrat mal In. Des Weiteren sei A eine quadratische Matrix der Größe N mal N und dann definieren wir die Zufallsvariable Y, griechisch Y, als eine quadratische Form von X der folgenden Art. Xi transponiert mal A mal Xi geteilt durch Sigma Quadrat. Das soll also Y sein. Kurz zur Dimensionalität. Xi ist ein n-dimensionaler Zufallsvektor. Das heißt, Xi transponiert hat die Größe 1 mal n. A ist n mal n und Xi ist n mal 1. Das heißt, das Ergebnis hier ist ein Skalar. Y ist ein Skalar. Ja? Und dann gilt dem Theorem zufolge, dass Y einer nicht zentralen Chi-Quadrat-Verteilung folgt, wobei der Nicht-Zentralitätsparameter μ transponiert mal a mal μ ist und der Freiheitsgradparameter der Rang der Matrix A. So. Wir werden das jetzt an der Stelle nicht beweisen, dafür haben wir nicht die Mittel und nicht die Zeit. Das Theorem ist benannt nach William Koch, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Cochran. Es gibt also eine Generalisierung davon, die nennt sich Cochrans Theorem. Und dieses Theorem ist grundlegend für insbesondere die Varianzanalyse, weil das historisch zuerst benutzt wurde, um also zum Beispiel die Verteilung der F-Statistik in der ein- und zweifaktoriellen Varianzanalyse herzuleiten. Wir betrachten die Varianzanalyse aber als Spezialfälle des allgemeinen linearen Modells. Deshalb werden wir das nicht brauchen, wir werden nur das hier brauchen. Und ich versuche das jetzt nochmal in einfacherer Sprache auszudrücken, als es hier im Theorem selbst gegeben ist. Also, wenn ein Zufallsvektor einer multivariaten Normalverteilung folgt, mit beliebigem Erwartungswertparameter, aber sphärischer Kovarianzmatrix,
dann ist die mit einer Matrix A gewichtete und durch die Varianz Sigma Quadrat normalisierte quadratische Form dieses Zufallsvektors nicht zentral chi Quadrat verteilt, wobei der Nichtzentralitätsparameter eine Funktion des ursprünglichen Erwartungswertparameters und der Matrix A ist und der Freiheitsgradparameter sich als Rang dieser Matrix A ergibt. Und das ist ein tiefer Zusammenhang zwischen der multivariaten Normalverteilung und der Chi-Quadrat-Verteilung, der es uns überhaupt erlauben wird, von der Datenverteilung im ALM, also dieses Y ist multivariat normalverteilt mit X Beta und Sigma Quadrat In, hin zur Chi-Quadrat-Verteilung als frequentistischer Schätzerverteilung des Varianzparameterschätzers zu kommen. Gut. An der Stelle können wir nochmal eine kurze Pause machen, wenn Sie möchten. Und dann geht es also in 5 Minuten weiter. Okay, schön. Dann kommen wir jetzt also zu den frequentistischen Schätzerverteilungen. Wir haben bereits am Anfang der Vorlesung geklärt, was frequentistische Schätzerverteilungen sind. Frequentistische Schätzerverteilung bedeutet, dass wir versuchen, die Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Parameterschätzers herauszufinden, basierend auf der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten, wie sie durch das Modell angenommen wird. Und wir werden jetzt hier ein Beispiel dafür sehen, für den Beta-Parameterschätzer. Gegeben sei also das allgemeine lineare Modell und der Beta-Parameterschätzer mit der Formel x transponiert x invers mal x transponiert y. Und dann gilt, dass dieser Beta-Parameterschätzer, wie wir vorhin schon angedeutet haben, einer multivariaten Normalverteilung folgt, wobei der Erwartungswert dieser multivariaten Normalverteilung der wahre, aber unbekannte Parameter Beta ist. Und die Kovarianzmatrix gegeben ist durch Sigma Quadrat x transponiert x invers. Sie sehen, dass hier wieder dieses x transponiert x invers auftaucht als Kovarianz der Beta-Parameterschätzer und das hat natürlich damit zu tun, dass das auch hier drin steht. Wir werden gleich sehen, wie das zustande kommt. Wie wir bereits gesehen haben, gilt also, dass der Erwartungswert von Beta-Dach gleich Beta ist. Beta ist ein unverzerrter Schätzer. Und dass die Kovarianzmatrix von Beta gegeben ist durch Sigma Quadrat x transponiert x invers. Daraus wiederum kann man auch die Diagonalelemente, also die Varianzen der einzelnen Beta-Parameterschätzerkomponenten ableiten. Das sind schlicht die Diagonalelemente dieser Kovarianzmatrix, also Sigma Quadrat, mal das ite Diagonalelement von x transponiert x invers. So. Was bedeutet diese Formel hier? Gleichung 52. Diese Formel bedeutet, dass die Varianz einer Komponente des Beta-Parameterschätzers von zwei Dingen abhängt. Einmal von der Varianz der Fehlerterme Sigma Quadrat und einmal von der Designmatrix. Sigma Quadrat ist für uns nicht beeinflussbar, ist nicht unter unserer Kontrolle, weil das ergibt sich einfach aus der Varianz der Fehlerterme. Im Zufallsprozess, der von der Realität auf unsere Daten abbildet. X dagegen ist unter unserer Kontrolle und beeinflussbar. Das heißt, man kann für bestimmte statistische Designs dann die Designmatrix so wählen, dass für ein gegebenes Sigma-Quadrat die Diagonalelemente dieser Kovarianzmatrix möglichst klein werden und man damit möglichst, also Beta-Parameterschätzer mit möglichst kleiner Varianz erhält. Das führt dann so zu Überlegungen über Designeffizienz, die insbesondere eine Rolle spielen, wenn man zum Beispiel zwei Versuchsbedingungen innerhalb eines Probanden vergleicht, mit Hilfe eines allgemeinen linearen Modells. Gut, der Beweis dafür ist sehr einfach, wenn man an das Theorem zur linear-affinen Transformation für die multivariate Normalverteilung zurückdenkt. Ich schreibe das hier aber gerne nochmal an. Wir hatten also gesehen in Einheit 4, dass wenn
ein Zufallsvektor einer multivariaten Normalverteilung folgt, mit Erwartungswert μ und Kovarianz Sigma, dass dann eine linear affine Transformation, also Multiplikation mit einer Matrix und Addition eines Vektors, eines passenden Vektors, auch wieder einer multivariaten Normalverteilung folgt, wobei die Parameter dieser Verteilung aus den Parametern der ursprünglichen Verteilung und den Transformationsparametern der linear-affinen Transformation sich ergeben, nämlich a μ plus Beta als Erwartungswertparameter und a Sigma a transpiliert als Kovarianzmatrixparameter. So, im vorliegenden Fall haben wir jetzt hier y multivariat normal verteilt mit Erwartungswertparameter x Beta und Kovarianzmatrixparameter Sigma Quadrat In. Und die Zufallsvariable, dessen Verteilung, die Zufallsvariable, deren Verteilung wir ermitteln wollen, ist Beta Dach. Beta Dach ist x transponiert x invers mal x transponiert y. So, die Kunst besteht jetzt darin, dass man erkennt, dass das hier die Matrix A ist, aus unserem Theorem zur linear-affinen Transformation, und dass hier das B ein Nullvektor ist. Ja? Also, weil ja hier nichts dazu addiert wird. Und dann können wir schlicht und einfach das Theorem anwenden. Das heißt, wir ermitteln jetzt die Verteilung hiervon, schreiben hier Beta Dach, folgt einer Normalverteilung mit Erwartungswertparameter a mal μ plus b. a ist x transponiert x invers mal x transponiert. μ ist x mal Beta. b ist 0. Das war es also. Und jetzt kommen wir noch zur Kovarianzmatrix. A ist wieder x transponiert x invers mal x transponiert. Dann kommt die Kovarianzmatrix aus der Datenverteilung des allgemeinen linearen Modells, folgt die als Sigma Quadrat In. Und dann müssen wir diese Matrix A noch transponieren. Transposition eines Matrixprodukts transponiert alle Faktoren und vertauscht die Reihenfolge. Wir haben also hier x transponiert, transponiert. Das ist x. Und dann haben wir diese Matrix. Das ist eine positiv definierte Matrix. Für eine positiv definierte Matrix gilt, dass ihr Inverses symmetrisch ist. Das heißt, hier müssen wir nicht transponieren und dann steht hier x transponiert x invers, Klammer zu. So. Jetzt sehen Sie, warum ich das vorhin gesagt habe, dass wir das in dieser Vorlesung noch ungefähr 325 Mal machen, weil wir haben hier schon wieder x transponiert x invers mal x transponiert x. Ergibt Einheitsmatrix. Einheitsmatrix verschwindet aus dem Matrixprodukt. Neutrales Element der Matrixmultiplikation. Es bleibt stehen, Beta. So. Jetzt zur Kovarianzmatrix. Hier können wir erstmal ein bisschen aufräumen, indem wir das Sigma Quadrat nach vorne ziehen. Das ist ein skalarer Faktor. Und dann steht hier x transponiert x invers. X transponiert. Einheitsmatrix verschwindet aus dem Matrixprodukt, neutrales Element der Matrixmultiplikation. Und dann haben wir hier x und nochmal x transponiert x invers. So. Jetzt passiert wieder genau dasselbe. Wir haben hier x transponiert x invers mal x transponiert x schon wieder. Einheitsmatrix, Einheitsmatrix verschwindet aus dem Produkt. Das heißt, dieses Beta-Dach folgt einer multivariaten Normalverteilung mit Erwartungswertparameter Beta und Kovarianzmatrix-Parameter Sigma Quadrat x transponiert x invers. Einfach magisch. Magisch. Und mit magisch meine ich jetzt nicht, dass es irgendwie unerklärlich wäre, weil natürlich ist es leicht zu erklären, aber
aber es ist doch schön, wie sich alles so ineinander fügt, oder? Okay, Fragen bis hierhin? Gut. Dann betrachten wir das jetzt wieder anhand unserer beiden Beispielmodelle. Also zunächst dem Modell der unabhängigen und identisch normal verteilten Zufallsvariablen. Wir hatten gesehen, dass die Designmatrix in diesem Fall der Einer-Vektor ist und der Beta-Parameterschätzer das Stichprobenmittel der Y. Das heißt, das Theorem zur frequentistischen Verteilung des Beta-Parameterschätzers würde hier besagen, dass der Beta-Parameterschätzer Y quer einer Normalverteilung folgt, wobei der Erwartungswert der wahre, aber unbekannte Parameter ist. Das ist in diesem Fall μ. Und die Varianz Sigma Quadrat x transponiert x invers. Wir hatten aber schon gesehen, dass x transponiert x invers ein Skalar ist, nämlich 1 durch m. Das heißt, als Varianz steht hier jetzt Sigma Quadrat durch m. Das Stichprobenmittel in diesem Modell ist also normal verteilt mit dem Erwartungswertparameter μ und dem Varianzparameter Sigma Quadrat durch n. Sie haben dieses Ergebnis bereits kennengelernt unter dem Begriff der Mittelwerttransformation in Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz. Gut. Wir führen eine weitere Simulation durch. Die Modellformulierung bleibt gleich, so wie wir sie auch vorhin gehabt haben. Und wir simulieren 1000 Realisierungen aus diesem Modell, 10.000 Realisierungen und wollen uns jetzt die Verteilung von y quer angucken. Hier ist sie. Die Balken sind ein Histogramm all unserer ermittelten Beta-Parameterschätzer y quer. Und wir sehen, dass dieses Histogramm sehr gut beschrieben wird durch die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion der Verteilung, die durch das Theorem vorhergesagt wird, die hier jetzt als Überschrift steht und die hier in Orange gegeben ist. Das heißt, es wäre wieder ein weiterer Nachweis, also kein Nachweis, sondern eine Demonstration dieses Theorems zur frequentistischen Verteilung des Beta-Parameterschätzes. Dann schauen wir uns noch unser zweites Modellbeispiel an, das ist die einfache lineare Regression. Und wir haben bereits gesehen, dass die Matrix Sigma Quadrat x transponiert x invers durch das gegeben ist, was hier in Gleichung 60 steht. Das haben wir vorhin gesehen, als wir den Beta-Parameterschätzer für das Modell der einfachen linearen Regression hergeleitet haben. Und der einzige Unterschied ist, dass jetzt hier noch ein Sigma Quadrat davor steht. Diese Gleichung, also diese Matrix, kann man jetzt versuchen zu interpretieren, muss man auch nicht. Also im Klartext bedeutet das, dass halt die Varianz des Steigungsparameters, die hier im Eintrag 2.2 steht, nur abhängt von der Stichprobenvarianz der x und der Varianz der Fehlerterme, während die Varianz des Offset-Parameters Beta 0, das wäre also hier der Eintrag 1.1, zusätzlich noch abhängt vom Stichprobenmittel, x quer Quadrat. Selbes gilt auch für die Kovarianz von Beta 0 Dach und Beta 1 Dach, die hier also auf den Nicht-Diagonalen der Matrix steht. Hierzu auch wieder eine Simulation. Die Modellformulierung bleibt also bestehen. Die Varianz der Fehlerterme wird jetzt hier auf 0,5 gesetzt und dann generieren wir 10 Simulationen und wir berechnen für jeden Simulationsdurchlauf die Realisierung des Datenvektors und den Beta-Parameterschätzer, der also aus Beta-0-Dach und Beta-1-Dach besteht. Und das sind die Ergebnisse. Wir haben also hier auf der linken Seite 10 Realisierungen des Datenvektors in unterschiedlichen Grautönen. Sie sehen, dass die sich so in gewisser Weise gruppieren um eine gedachte Regressionsgrade, die also durch den deterministischen Teil des Modells vorgegeben ist. Und wir haben hier auf der rechten Seite dann die 10 Realisierungen des Beta-Parameterschätzers, also Beta-0-Dach und Beta-1-Dach. Und wir sehen auch hier, dass ihre Verteilung sehr gut beschrieben wird durch die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion,
dieser bivariaten Normalverteilung hier oben rechts, die jetzt hier also als Konturplot dargegeben ist, weil wir hier zwei Zufallsvariablen in dem Fall haben. Okay, bis hierhin Fragen. Ja, ist das eine Frage, oder? Ja, ich habe gerade kurz ein Problem mit dem allgemeinen Verständnis, was jetzt unser Ziel gerade ist. Also wir versuchen Parameterschätzer zu finden und betrachten die aus der frequentistischen Sichtweise, also dass wir praktisch auf lange Sicht und mittel gute Ergebnisse liefern wollen. Und betrachten das nur frequentistisch, weil sie als Schätzer weil sie Schätzer sind und nicht als deskriptive Statistik verwendet werden können. Also ist das, machen wir das deswegen? Ja, also das ist ein Grund. Wir wollen ja letztendlich Inferenzstatistik beschreiben. Wir wollen Inferenzstatistik betreiben. Das heißt, wir wollen Konfidenzintervalle aufstellen und Hypothesentests durchführen und Aussagen über wahre, aber unbekannte Parameter machen. Dazu müssen wir die Verteilung unserer Parameterschätze kennen, um dann zum Beispiel später zu wissen, ob der tatsächlich beobachtete Wert, den wir in einem vorliegenden Datensatz haben, sehr stark von der Nullhypothese abweicht. Also oder unter Voraussetzung der Nullhypothese extrem ist. Ja? Also Sie kennen das ja, wenn wir p-Werte bestimmen, dann ist es also so, dass wir also, sage ich jetzt mal zum Beispiel, eine t-Statistik betrachten und wir kennen die Verteilung dieser t-Statistik unter der Nullhypothese, könnte jetzt so aussehen beispielsweise, und dann rechnen wir die t-Statistik für den uns vorliegenden konkreten Datensatz. Jetzt nehmen wir mal an, die t-Statistik ist hier. Ja? Dann wissen wir, dass diese tatsächlich beobachtete t-Statistik unter der Voraussetzung, dass die Nullhypothese wahr ist, extrem ist, in dem Sinne, dass dieser Wert oder höhere Werte nur sehr selten vorkommen können. Und wenn dann dieser Wert, der p-Wert, klein ist, dann verwerfen wir die Nullhypothese zugunsten der Alternativhypothese, indem wir sagen, okay, der Parameter ist nicht Null. Um das alles zu tun, müssen wir aber die Verteilung der t-Statistik kennen. Und um die Verteilung der t-Statistik herzuleiten, brauchen wir die Verteilung der Parameterschätze, auf denen die t-Statistik beruht. Also, ja, das ist so der Grund dafür. Also wir haben jetzt einen Parameterschätzer eingeführt, den Wetterparameterschätzer, der in gewisser Hinsicht gute Eigenschaften hat, in dem Sinne zum Beispiel, dass er die Summe der Abweichungsquadrate minimiert. Das ist alles sehr schön und anschaulich. Das entspricht zu diesem Finden der Regressionsgrade. Ja. Aber das allein reicht nicht. Wir brauchen noch quantitative Aussagen darüber, welcher Wahrscheinlichkeitsverteilung der Wetterparameterschätzer folgt. Ansonsten können wir später keine Modellevaluation betreiben. Also wir können dann, natürlich können wir jederzeit Statistiken berechnen, aber wenn wir nicht wissen, wie die Statistiken unter der Nullhypothese beispielsweise verteilt sind, dann können wir keine Inferenzstatistik machen. Okay. Gut. Ja, noch eine Frage? Ja, ich habe gerade eine existenzielle Krise. Schätzer kann man doch immer nur für eine Realisation einer Zufallsvariable berechnen, oder? Und wir gucken uns aber die Verteilung über viele Realisierungen am Ende an, um zu wissen, wie gut unser Schätzer war. Ja. Okay. Das war auch nur das, was ich mal validiert haben wollte. Ja. Also die Verteilung, also wenn wir von der Verteilung des Beta-Parameter-Schätzers sprechen, dann meinen wir nicht, dass dieser eine konkrete Wert irgendeine Verteilung hat. Weil es ist ja nur ein konkreter Wert. Sondern was wir damit meinen, ist, dass wenn die Annahmen des Modells richtig sind über die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten, dann wäre für den Beta-Parameter-Schätzer diese oder jene Verteilung zu erwarten. Und unser einzelner konkreter Beta-Parameter-Schätzer muss sich irgendwo in dieser Verteilung verorten. Okay, gut. Dann kommen wir zum letzten Resultat
diese Einheit und das ist die frequentistische Verteilung des Beta-Parameter, des Varianz-Parameterschätzers. Und jetzt wird es also richtig spannend, weil jetzt kommt alles zusammen, was wir heute hatten. Ja? Wir haben jetzt Residuenvektor, residuenbildende Matrix, Chi-Quadrat-Verteilung, nicht zentrale Chi-Quadrat-Verteilung. All das werden wir jetzt brauchen. Und wir betrachten den Beta-Parameterschätzer, der hier gegeben ist, als residuelle Quadratsumme geteilt durch n minus p. Also residuelle Quadratsumme ist der Vektor der Residuen transponiert und mit sich selbst multipliziert. Das führt letztendlich dazu, dass wir die Summe der Quadrate der Residuen berechnen. Da ist eine Frage? Zur Notation. Ja. Sie haben die Zufallsvariable, die auf einer Chi-Quadrat-Verteilung basiert, x genannt. Ja. Und also letztes Semester war sie als u bezeichnet. Ja. Und ja, wie, ja. Also jetzt hier vielleicht merke ich mir immer, dass ein bisschen im Zusammenhang mit Beta meistens einfach ein x gemeint ist. Wie erfolgt da die Unterscheidung? Sprechen wir immer von Chi-Quadrat verteilten Zufallsvariablen oder ab wann weiß ich, dass das x dort keine Chi-Quadrat verteilte Zufallsvariable ist? Also konkret wissen Sie es daher, was in der Definition oder in dem Theorem steht. Mhm. Und was auch immer da als diese Zufallsvariable bezeichnet wird, ist dann die Zufallsvariable. Sie haben aber recht damit, dass die Notation hier uneinheitlich ist. Also ich glaube, im Wintersemester haben Sie Zufallsvariablen durchgängig mit griechischen und auch Zufallsvektoren durchgängig mit griechischen Buchstaben bezeichnet. Also Xi und griechisch Y und Zeta beispielsweise. Ich habe das in den wahrscheinlichkeitstheoriebezogenen Abschnitten dieser Vorlesung auch so gemacht. Bei den Chi-Quadrat-, T- und F-Verteilungen ist es so, dass diese Abschnitte bereits mit großen lateinischen Buchstaben waren, als ich sie bekommen habe und gesehen habe. Deshalb habe ich es dabei belassen. Hinzu kommt, dass man, also wenn man von T- und F-Statistiken redet, häufig schon die Buchstaben T und F als Bezeichnung solcher Zufallsvariablen nutzen möchte. Und dann ist die Frage, was ist das griechische Äquivalent zu dem T und dem F? Und im schlimmsten Fall ist es dann wieder nicht als T und F erkennbar, so wie das griechische Y, was aussieht wie ein V. Und dann ist es noch so, dass in der Definition der F-Verteilung drei Zufallsvariablen eine Rolle spielen, nämlich U1, U2 und F. Und dann kommt man irgendwann mit den griechischen Buchstaben also nicht mehr hin. Und deshalb ist es für die Einführung dieser Verteilung, Chi Quadrat, T, F, hier also so gelassen, dass ich große lateinische Buchstaben genommen habe. Und das Beta-Dach ist jetzt hier, wie Sie richtig sagen, auch eine Zufallsvariable. Beta selbst ist keine Zufallsvariable, es hat einen festen, waren aber unbekannten Wert. Beta-Dach ist eine Zufallsvariable. Und Sie erkennen dadurch, dass es eine Zufallsvariable ist, dass es mathematisch als Zufallsvariable behandelt wird, also zum Beispiel einer bestimmten Verteilung folgt. Besser kann ich das jetzt leider nicht sagen. Okay, dann ist es kontextabhängig. Richtig. Ja. Ja. Gut. Wir haben also den Varianzparameterschätzer und dieses Theorem besagt jetzt, dass folgende Funktion des Varianzparameterschätzers einer Chi-Quadrat-Verteilung mit Freiheitsgradparameter n-p folgt. Nämlich die Funktion n-p geteilt durch wahres Sigma-Quadrat mal Sigma-Quadrat-Dach. Das heißt also, der Varianzparameterschätzer selbst folgt nicht dieser Chi-Quadrat-Verteilung, sondern der Varianzparameterschätzer multipliziert mit diesem Bruch n-p geteilt durch Sigma-Quadrat, folgt der Chi-Quadrat-Verteilung. Dieses Theorem ist also für das allgemeine lineare Modell zentral, aus dem Grund wollen wir das auch gleich beweisen, weil es sowohl für die Formulierung von T- als auch F-Statistiken eine wichtige Rolle spielt. Also T- und F-Statistiken sind letztendlich immer Transformationen von Chi-Quadrat-Zufallsvariablen. Und da es sich bei dieser Summe der Abweichungsquadrate, also y minus x Beta Dach transponiert mal y minus x Beta Dach, um eine Summe von quadrierten, normalverteilten Zufallsvariablen handelt, liegt die Chi-Quadrat-Verteilung schon mal nahe, gegeben das, was wir heute über die Chi-Quadrat-Verteilung gelernt haben
und auch gegeben das, was Sie im letzten Semester über die Chi-Quadrat-Transformation der Normalverteilung erfahren haben. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Beweis und wir beginnen diesen Beweis damit, dass wir zunächst mal zeigen, dass sich L minus P mal Sigma Quadrat Dach, also ein Teil der Zufallsvariable, die uns interessiert, als eine quadratische Form schreiben lässt. Also wir hatten gesehen, hier wird L minus P und der Varianzparameterschätzer ist definiert als x minus Beta Dach transponiert mal y minus x mal Beta Dach geteilt durch n minus p. So, jetzt kürzt sich als erstes hier mal das n minus p. Ja? Und dann steht hier Epsilon Dach transponiert mal Epsilon Dach transponiert. Ja? Wir hatten gesagt, dass das hier der Residuenvektor sein soll. Das ist eine Definition aus dem ersten Abschnitt der Vorlesung. So, jetzt wissen wir aber auch, dass sich der Residuenvektor als Projektion von dem Datenvektor schreiben lässt, mit Hilfe der residuenbildenden Matrix. Nämlich als R mal Y transponiert, R mal Y. So, jetzt müssen wir, wenn wir ein Matrixprodukt transponieren, wieder die Reihenfolge ändern. Das heißt, hier steht Y transponiert, R transponiert mal R mal Y. Wobei Y der Datenvektor ist und R die residuenbildende Matrix. Okay. Jetzt im nächsten Schritt wollen wir zeigen, dass R sowohl symmetrisch ist als auch idempotent. Was bedeutet es, dass eine Matrix symmetrisch ist? Sie können es auch laut sagen. Richtig. Wie kann man das in Matrix-Algebra ausdrücken? Dass eine Matrix symmetrisch ist? Bitte? Das ist eine Dreiecksmatrix mit Mulmen. Wie kommen Sie denn immer auf diese interessanten Antworten? Das ist die Verwirrung. Okay, gut. Also, Sie hatten gesagt, eine Matrix ist symmetrisch, wenn man sie an der Diagonale spiegeln kann. Ja? Das kann man machen, wenn die Spalten der Matrix den Zeilen entsprechen. Und wenn die Spalten der Matrix den Zeilen entsprechen, dann ist diese Matrix gleich ihrem Transponierten. Ja? Das heißt, wir müssen also zeigen, damit R eine symmetrische Matrix ist, müssen wir zeigen, dass R transponiert gleich R ist. Okay, dann schreiben wir das mal hin. R war IN minus P. Dann setzen wir einmal P ein. P war die Projektionsmatrix und die war gegeben als x mal x transponiert, x invers, x transponiert, Klammer zu, transponieren. So. Jetzt transponieren wir hier summandenweise. Was ist das Transponierte der Einheitsmatrix? Einheitsmatrix ist nämlich auch symmetrisch, das heißt, man kann sie an der Diagonale spiegeln. Und jetzt müssen wir das hier transponieren. Dafür wenden wir wieder die Regel an. Transposition eines Matrixprodukts transponiert alle Elemente und verändert die Reihenfolge. Hier steht also x transponiert, transponiert ist x. Das hier ist eine positiv definierte Matrix, bei der das die symmetrisch ist, bei der das Transponierte also ihr selbst entspricht. Und dann haben wir hier noch x transponiert. So. Und jetzt sehen wir, dass das einfach wieder in minus p ist. Und das ist die residuenbildende Matrix. Das ist der Beweis, dass die residuenbildende Matrix symmetrisch ist. So. Des Weiteren wollen wir zeigen, dass die residuenbildende Matrix idempotent ist.
Eine idempotente Matrix ist eine Matrix, die, wenn man sie mit sich selbst multipliziert, wieder sich selbst ergibt. Das heißt, wir müssen zeigen, dass R mal R gleich R ist. Dann schreiben wir das hin. R ist IN minus P mal IN minus P. Okay. Wir gehen jetzt so vor, dass wir hier Einheitsmatrix mal Einheitsmatrix ist Einheitsmatrix. Dann kommt 2 mal Einheitsmatrix mal minus P. Das ist minus P, minus P. Und dann müssen wir noch P mit P multiplizieren. So, das setzen wir jetzt mal ein. P ist, wie wir uns erinnern, diese Matrix hier. X mal X transponiert, X invers mal X transponiert. Jetzt schreiben wir die nochmal dahinter, weil wir wollen sie ja mit sich selbst multiplizieren. Und wir sehen, Zauberei, dass hier wieder genau dasselbe passiert, was schon 126 Mal passiert ist, nämlich x transponiert x invers, bei x transponiert x ergibt die Einheitsmatrix. Das heißt, hier steht in minus 2p plus x trans, Entschuldigung, x mal x transponiert x invers mal x. So, das wiederum ist p. Das heißt, hier steht Einheitsmatrix minus 2p plus 1p ist Einheitsmatrix minus p. Und das ist R. So, das heißt also, R ist symmetrisch und idempotent. Und daraus folgt, dass wir hier auch schreiben können, y transponiert R y. R transponiert wird zu R und R mal R wird auch zu R. Das heißt, hier bleibt stehen y transponiert mal R mal y. Okay, das ist Gleichung 67 auf dieser Folie. Und jetzt haben wir alle Voraussetzungen, die wir brauchen, um Cochrans Theorem für multivariate Normalverteilungen anzuwenden. Sie sehen es hier gegeben. Xi folgt multivariater Normalverteilung mit Parametern. Dann folgt y gleich Xi transponiert a mal Xi geteilt durch Sigma Quadrat einer nicht zentralen Chi-Quadratverteilung mit Parametern. So, in unserem Fall ist es so, dass wir die multivariate Normalverteilung von y kennen, nämlich multivariate Normalverteilung mit Parametern x Beta und Sigma Quadrat in. Das ist die Datenverteilung im allgemeinen linearen Modell. Und wir wollen jetzt die Funktion Sigma Quadrat Dach mal n minus p geteilt durch Sigma Quadrat betrachten. Wir haben aber gerade gezeigt, dass diese Funktion, wenn wir das hier noch durch Sigma Quadrat teilen, dass wir dann das hier haben. Y transponiert mal r geteilt durch Sigma Quadrat. Das heißt, wir können jetzt einfach das Theorem anwenden und kommen dann auf folgendes Ergebnis. Nicht zentrale Chi-Quadratverteilung. Mu transponiert A mal Mu. Das ist in unserem Fall X Beta transponiert. Mal R mal X Beta. Und Rang von A als Freiheitsgradparameter, das ist in unserem Fall Rang von R. So. Betrachten wir zunächst mal den Nichtzentralitätsparameter. X Beta transformiert R mal X Beta. Das ist gleich X Beta transformiert
Wir haben hier Beta transponiert, Mix transponiert. Dann in der Klammer die residuellen bildende Matrix. Und nochmal X Beta. Jetzt ziehen wir X transponiert und X in die Klammer rein. Und lassen die Betas außerhalb der Klammer. Dann steht hier X transponiert mal Einheitsmatrix mal X ergibt X transponiert X. Und hier steht X transponiert mal das mal X ergibt X transponiert X, X transponiert X. Invers, X transponiert X. Immer wieder X transponiert X. X transponiert X mal X transponiert X. Invers ergibt Einheitsmatrix und dann Zauberei steht hier nur noch x transponiert x minus x transponiert x. Das ist die P mal P0-Matrix. Und demzufolge ist der ganze Nichtzentralitätsparameter 0. So, jetzt möchte ich Sie bitten, für die, die einen Laptop oder sowas vorzuliegen haben, einmal Folie 56 von Einheit 3 zu öffnen. Da ging es um Matrizen. Und alle anderen können schon mal überlegen, was die Spur einer Matrix ist. So, was ist die Spur einer Matrix? Genau. Und was wissen wir über die Spur einer idempotenten Matrix? Laut dieser Folie, auf der ich Sie gebeten habe, nachzuschauen. Dem Rang ist, richtig. Für eine idempotente Matrix, eine Matrix, die man sich selbst multipliziert, wieder sich selbst ergibt, ist die Spur gleich dem Rang. Wir suchen hier nach dem Rang von R. R ist eine idempotente Matrix, das heißt, der Rang ist der Spur. Und das ist gut, weil die Spur viel leichter zu berechnen ist als der Rang. Ja, der Rang ist die Anzahl der linearunabhängigen Spaltenvektoren einer Matrix und die Spur ist einfach die Summe der Diagonalelemente. Okay, dann setzen wir mal ein. Wir haben also hier die Spur von In minus x mal x transponiert, x invers, x transponiert. Was würden Sie als nächstes machen, gegeben die Rechenregeln für die Spur, die Sie auf dieser Folie finden? Die ganzen Matrizen irgendwie miteinander verrechnen, dass man eine Matrix hat, von der man die Spur berechnen kann. Das erste ist erstmal richtig, die Spur von der n-dimensionalen Einheitsmatrix ist n. Richtig. Und finden Sie auf der Folie noch eine Rechenregel, die man hier anwenden kann? Ich glaube, Sie wollen also das jetzt sagen. Darf man es vertauschen, oder? Jein. Also man darf es nicht beliebig vertauschen, sondern man spricht bei der Spur davon, dass man zyklisch permutieren darf. Ich kann jetzt nicht das x transponiert hier hinziehen, dann würde auch das Matrixprodukt gar nicht mehr passen. Ich darf aber das x transponiert von hinten nach vorne bewegen. Ja.
Ja? Das nennt man die zyklische Permutation der Spur, steht mit auf dieser Folie drauf. Und dann dürfte man wieder die hintere Matrix nach vorne bewegen. Und solche Reihenfolgeänderungen sind erlaubt. Das ist ein guter Tipp, weil jetzt steht hier nämlich Spur von x transponiert x mal x transponiert x invers. Und das Ergebnis davon ist was? Jetzt es nicht antworten könnte. Ja? Bitte? Die Einheitsmatrix. Die Einheitsmatrix. So, dann haben wir wieder die Spur einer Einheitsmatrix. Ist die Spur dieser Einheitsmatrix auch n? P. Richtig. Die Spur der Einheitsmatrix entspricht immer ihrer Dimensionalität. Das heißt, wir haben hier n minus p. So. Daraus folgt, aus dem allen folgt jetzt y transponiert in ry geteilt durch sigma Quadrat ist gleich das, was da steht. N minus p geteilt durch sigma Quadrat mal sigma Quadrat Dach folgt einer nicht zentralen Chi-Quadrat-Verteilung, wobei der Nicht-Zentralitätsparameter 0 ist und der Freiheitsgradparameter n minus p. Und das bedeutet, dass wir hier eine normale oder zentrale Chi-Quadrat-Verteilung mit Freiheitsgradparameter n minus p haben. So, das ist doch spannend, oder? Unheimlich spannend. Okay, wir betrachten das wieder anhand unserer beiden Beispielmodelle. Zunächst also die unabhängig und identisch normal verteilten Zufallsvariablen. Die Designmatrix entsprach hier dem Einervektor, der Wetterparameterschätzer entsprach dem Stichprobenmittel und der Varianzparameterschätzer entsprach der Stichprobenvarianz. Sie haben bei der Betrachtung von Konfidenzintervallen im letzten Semester, wie Sie bereits angedeutet haben, da die Bezeichnung U verwendet für diese Zufallsvariable hier. N minus 1 geteilt durch Sigma Quadrat, Groß S Quadrat, wobei das Groß S Quadrat hier auch für die Stichprobenvarianz stehen soll. Und dabei festgehalten, dass diese Zufallsvariable Chi Quadrat verteilt mit Freiheitsgradparameter N minus 1 ist. Und wie wir sehen, ist diese Zufallsvariable U offenbar identisch mit der in unserem Theorem betrachteten Zufallsvariable n minus p geteilt durch sigma Quadrat mal sigma Quadrat Dach für den Fall p gleich 1. Dann benutzen wir noch unser anderes Beispielmodell, das der einfachen linearen Regression, um eine kleine Simulation zu machen. Die Modellformulierung bleibt unverändert. Wir haben jetzt hier wieder den Varianzparameter 0,5 und wir generieren 1000 Simulationen oder Realisierungen des Datenvektors und berechnen für jede Realisierung also den Wetterparameterschätzer und darauf aufbauend den Varianzparameterschätzer. Und dann berechnen wir hier unten außerhalb der Schleife die Zufallsvariable U. Das heißt, das, wofür wir den Beweis geführt haben. Das hier. Und dann sehen wir, wunderbar, das Histogramm der Terme, die also die Zufallsvariable U repräsentieren, wird sehr gut beschrieben durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung mit n minus p, in diesem Fall n minus 2 Freiheitsgraden. Das heißt, die mathematischen Wahrheiten, die wir hier gefunden haben, bestätigen sich wieder einmal in unserer Simulation in R. Gut. Gibt es noch Fragen? Okay, dann sehen wir uns nächste Woche zu den Themen T-Statistiken und F-Statistiken.